Das, was wir eigentlich machen, ist ein Rezept, das können wir nicht sagen. Okay, der kann das gut. Ich versuche das noch mehr zu toppen. Schaffe ich das, bringe ich es raus. Schaffe ich es nicht, lasse ich es da. Ich hab's aber gemacht. Oh, ich teste mich mit jedem, Bruder. Und das hat mir Casey aber damals auch gesagt. Auch wenn der Sound Kommerz ist. Aber Kurdu bleibt Kurdu. Wie ist Kurdu Kurdu geworden, Bruder? Ich rapp dir mal ein Part vor, Bruder. Rapp ein Part vor, Bruder. Kein Problem. Wir sind andere Liga. Aus dem Ghetto lass ich das tanzen, Habibe. Sinnbildlich für den Sound auf dem neuen Album oder wie sieht das neue Album vom Sound her aus? Hast du da schon so eine Richtung, wo du sagst, ey... Weißt du, wie Sound von neuem Album ist? Mhm. Nee, wegen Yassalam, weil voll viele sagen, wie kannst du dahinter stehen? So. Du sagst ja, Hip-Hop-Polizisten, dieser eine Schwanz von Rap.de. Nee. Und ich sag dir ehrlich, deswegen, ich scheiß auf solche Journalisten, Bruder. Verstehst du? Aber so einer wie du, weil du auch von der Straße bist, Bruder. Frag auch mal Kurdo, was er zu Pyramiden und Co. sagt. Wann kommt was mit Samra? Fragezeichen. Wäre zu wild. Damals gab's es nicht. Das heißt, die Leute haben sich mit ganz was anderes befasst. Die wollten was da lassen. Let me see you go. Let me see you come through. Now let me see you go back. Yes, yes, yo, Freunde, wir gehen jetzt gerade in den Turbus. Wir machen ein geiles Turbus-Interview, ja. Bruder. Ich bin so froh, Alter. Gerade hier in Berlin mit meinem Bra. Geil, Leo. Wir gehen jetzt auf. Oh shit, da ist der Bruder, der Bus ist so brachial. Oh shit, Alter, what's going on here, man? Krass, Digga. Geil, oder? Was ist für ein Feeling, Bro? So ein Bus zu haben, wo man so fett drauf ist. Krass, Bruder, Allah. Du siehst auch, wenn wir da drinnen sind, sieht keiner kann uns drin sehen. Aber wir können raussehen. Voll undercover so. Ja, ja. Und du siehst die Leute, egal ob alt, jung und so, alle gucken drauf, Bruder. Nice. Alle, Bruder. Nice. Das ist schon krass, Bruder. Ja, das ist richtig mächtig so. Ja, ja. Die denken, wer ist der, Bruder? Next Level, Bruder. Oh, nein, Digga. Geil, geil, geil. Ja. Okay, ich bin gespannt. Lass mal reinsteppen. Geil. Komm, lass mal rein. Gucken, was da los ist. So, jetzt zeig mal dein Apartment, Alter. Wir machen nicht, wie hieß das Format früher? MTV Cribs, wir machen MTV Turbus, jo. Lovelock Turbus Report, du weißt Bescheid. Okay. Hey, Bruder, ganz kurz. Ja, ich muss auch kurz mir eine Jacke holen, mir ist hier ein bisschen zu kalt, Bruder. Ja? Ja, setz dich schon mal hin. Ja, mach ruhig, du kurz mit hochkommen. Ja, komm, wir gehen kurz mit hoch, Bro. Komm. Zeig mal ein bisschen, was hier los ist, ey. Damit die Leute mal so einen Überblick kriegen, wie das abläuft in so einem Turbus, ja, weißt du? Bruder. Ja, zeig mal hier ein bisschen. Das hier ist auf jeden Fall hier so, dass so dieses, wo ganze Dinger hier reinkommen. Wir haben hier ein bisschen versüftet, Bruder. Aber wir kriegen das schon hin, Bruder. Geil. So. Okay, krass. Das hier sind die Betten so. Ne? Cameraman, bist du da oder was? Das hier sind die Kojen. Auf jeden Fall ist hier so auch schon, wie sagt man so, ganz, wenn du unten ganz laut Film guckst hier, du hörst es trotzdem nicht. Echt, ne? Ja, ja. Ist gut isoliert, ne? Ja, ja, übertrieben krass. Wie ist das für jetzt so einen Typen wie mich, 1,90 und so? Leg dich mal hin. Würde ich reinpassen? Ja, mach mal, komm, leg dich mal hin. Soll ich mal reinlegen? Mach mal. Komm, komm. Ich will immer Respekt haben, Schuhe auszuziehen. Warte, Bruder. Fahr mal, Junge, Alter. Ich werde dich mal hier rein, Bruder. Komm, mal schauen, ob es geht. Komm, Bruder. Geht das? Kannst du ja noch weiter nach hinten. Ach du Scheiße, jo. Und was sagst du, Bruder? Bro, ist fast wie so Dings, Mann. Wie im Sarg, Bruder. Ehrlich jetzt? Nein! Bruder, ich will Platzangs kriegen, jo. Echt? Krass, Alter, okay. Für Leute mit Platzangs ist es ein bisschen schwer, Alter. Aber sonst, ja. Okay, ist wenn okay, ich Bruder. Anfange zu rappen, Bruder, und meine eigene Tour mache, dann auf jeden Fall Hotelfilme, Bruder. Ja, aber oder? Oder du kannst auch sowas machen, Bruder. Hast du mein Handy? Ja, ich hab dein Handy. Da das Mikrofon, ne? Ja, genau. Da rein, Bruder. Oder du machst hier sowas, Bruder. Oh. Dann ist wieder ganz anders, Bruder. Okay, hier ist VIP, ist Bruder. Ganz anders. Hier ist VIP, Bruder. Krass. Auf jeden Fall hier ist... Okay, machen, du hast ein schönes Bett. Auf jeden Fall, Bruder. Du hast ein schönes ganz Bett. Ganz anders, Bruder, ja. Wie ist so vom Schlafen her? Geil, Plasma-Fernsehen, Bruder. Ich mach an, ich gebe ihn und dann schlafe ich. Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Aber du warst ja auch schon so hotelmäßig unterwegs auf Tour, ne? Ja, oder hast du immer geil, mit Turbus? Bruder, mit Hotel ist schon geil. Aber ist auch mal eine andere Erfahrung so auf jeden Fall. Ja, ja. Ja, Bruder. Ich zieh mir kurz was ab, Bruder. Ich komm sofort. Wir sehen uns, okay, Bruder. Geil. Okay, krass. Geil. Geil. Sollen wir andere nicht machen? Fällst du uns, Bruder? Ja, hast du was Cooles noch? Ja. Ambiente ein bisschen verändern, ein bisschen blau machen oder sowas? Was ist denn das hier? Das von vorne ist geil. Okay, so. So. Was sagst du, Adab? Wie ist vom Licht? So ist geil. Ja, Mann, so ist geil. Oder so, grün war blau, geil. Blau. Blau? Blau ist geil. Nee, blau. So. Sollen wir das auch anmachen oder wo? Ja, 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 lass das ja, auch an. Ja.
diese gute Ambiente jetzt hier eingeschaltet, Freunde. Wie gesagt, ey, ist ein spontanes Video. Ich habe den Bruder kurz besucht, habe gesagt, ey, das muss ich mir auf jeden Fall reinziehen. Kurdo live. Ja, Bruder. Live und direkt in Berlin. Ja, Stimme weg, Bruder, aber sonst alles gut. Der wievielte Stopp war denn das jetzt, Bro? Der wievielte Stopp, sagst du? Ja. Ich glaube, 6. Morgens 7. und dann ist Heidelberg dran. Wo wir auf der Sekt Plus Expo waren? Ja. Da hattest du noch nicht gestartet, ne? Nee. Aber das war kurz vorher dann? Das war so 3 Tage vorher, glaube ich, oder so. Ja, da ging es auch so, ich musste dahin, da musste ich nach München zu der Boa Party. Und dann bin ich von München zurück und direkt hat so einen Tag danach sind wir losgefahren. Was war erste Date? Zürich. Danach waren wir in Stuttgart, Zürich, München, Stuttgart, Köln. Ja. Auf jeden Fall. Und jetzt morgen Heidelberg nochmal? Nee, morgen Frankfurt. Ah, morgen Frankfurt? Genau, und dann. Abschluss ist Heidelberg, ja? Abschluss Heidelberg am Donnerstag, ja. Geil. Genau. Geil. DJ Boulevard ist dabei. Ich freue mich übertrieben, Alter. Boah, da würde ich gerne eigentlich auch vorbeikommen, jo. Komm, Wallah. Ohne Scheiß. Komm, soll ich den Flug buchen? Alte Hut, so, weißt du? Soll ich den Flug buchen, Wallah, ich mach dir wieder. Komm vorbei, bleib gut aus, Bruder. Geil. Alte Hut mal wieder so. Ja, auf jeden Fall, Bro. Und wie war so die Resonanz? Wie war die Tour für dich an sich bis jetzt so? Krass. Wie fühlt sich das an? So übertrieben geil, weil so. Das ist so, alle, die kommen ja nur wegen dir, nicht wie ich dir gesagt habe, ne? Ja. Das ist nicht wie Clubshow, so Clubshow, okay, da kommen halt, was weiß ich, ein bisschen mehr Leute, aber diese Leute sind ja nicht nur wegen dir, da sind wir wegen Party und dann sagen die, okay, da ist auch noch Kurdo, komm, gehen wir rein, so, aber das ist rein Kurdo, so, weißt du, rein Kurdo-Ding und das gefällt mir übertrieben, so, dass die Leute auch so mitmachen und so weiter, ne? Also ich sag dir ehrlich, ich in einem Konzert wäre auf jeden Fall ein bisschen schüchtern gewesen. Aber die gehen ja voll ab, Bruder, übertrieben. Okay, krass. Ja. Also du, wenn du als Gast da wärst, wärst du so schüchtern, meinst du, oder auf was? Auf jeden Fall, ja. Okay, krass. So, aber ich war ja auch so am, die ersten 2 Touren, die wir gespielt haben, war ich auch ein bisschen zurückhaltend, so. Mhm. Ne? So, ich hab, war ich auch ein bisschen schüchtern, sag ich dir ehrlich. Hast du geübt auch so? Oder ja, klar. Wir haben 3 Wochen vorher geübt, auch mit dem Schlagzeug, so weißt du, weil wir wollten auch richtig geil das. Live-Schlagzeug war auch krass. Trim, ja. Unser, da ist unser Bra. Geil. Ja, und dann haben wir das gespielt, haben wir 3 Wochen vorher geübt, auch so Texte durchgehen. Mhm. Auch den Ablauf, welchen Song machen wir erster, welchen machen wir letzter, was machen wir zwischendurch und so weiter und so fort. Es ging 3 Wochen. Toni. Dankeschön. Das ist Toni aus Holland, unser Busfahrer. Wir machen hier ein kleines Interview. Jojo. Also gar kein Bock Toni auf Leben. Toni ist richtig motiviert. Ja. Mit seiner Kerze da im Links. Gar kein Bock auf uns, Allah. Krass. Ja. Ja, wegen Proben, genau. Hast ein bisschen geprobt. Genau. Und dann haben wir geprobt. Dann sind wir nochmal, wir wollten so unsere Bühne proben, so. Mhm. Weil Proben haben wir in so einen kleinen Raum gemacht. Mhm. Dann wollten wir halt schon noch die Bühne proben. Dann sind wir Halle 02 gegangen. Mhm. Ja. Heidelberg. Ja, haben die uns die Möglichkeit gegeben, dort richtig unser Ding zu proben, wie auf der Bühne so. Krass. Richtig geil, ja. Wie bist du auf die Idee gekommen mit Schlagzeug und so? Also, dass du da jetzt so live Schlagzeug mit reinnimmst? Hast du gedacht, wolltest du vielleicht auch, hast du mit dem Gedanken gespielt, eine komplette Band mit an den Start zu bringen? Oder wie kam so die Idee? War das spontan oder was steckt da so dahinter? So, mit diesem Live-Ding, ich wollte einfach, dass es sich mehr nach Musik anhört, so weißt du? So gerade live. So, weil du bist da, du willst auch dann den Sound richtig hören, so weißt du, den Bass, so die Snare und so willst du ja richtig hören. So. Und das war so, ich wollte dieses echte Gefühl einfach haben. Okay, Kurdo ist live da, aber ich will auch dieses Instrument, die Instrumente richtig haben, so weißt du? Ja. Dass die auch live sind, so, damit du das Ganze wirklich live spürst, so weißt du? Und das war so die Idee dahinter. Okay. Ja, Wie ist so Tourbus, Tourleben, dies, das, bla bla bla? Ist anstrengend, Bruder, ist wie ich kann mir das vorstellen, wie eine Klassenfahrt, oder? Ja, Bruder, ist auf jeden Fall geil, so. Du gehst später schlafen wie normal, aber tue ich auch manchmal so. Und ansonsten, ja, man hat viel Zeit, um zu reden, viel Zeit nachzudenken. Weil du bist ja gemeinsam, dann könnt ihr auch zusammen Sachen planen, so, weißt du? Weil normalerweise, du weißt doch, der eine arbeitet, der eine ist da, der eine ist in dem Café, der eine ist in dem Café. Man trifft sich dann mal abends oder so. Weißt du, ich meine? Ja. Dann kommt er nicht in dem Café, weil er mit dem nicht redet. Ja. Weißt du, ich meine? So Filmart, ja. Genau, aber hier sind wir alle zusammen ja. Und wir können richtig kreativ werden. Auch so die neuen Songs. Wollte ich gerade sagen, so, da entstehen bestimmt auch dann wieder neue Texte, neue Wörter, neue Rhymes und so. Ja, Bruder, ich habe hier 2 Songs was fertig gemacht. Echt, ja? So, ja, klar. So, ich habe hier die Beats noch von Sino. Dann habe ich einfach geschrieben, weil ich bin sowieso die ganze Zeit oben, meiste Zeit, gebe ich mir Kopfhörer und dann machen wir einfach Mucke so. Und hier unten spielen wir so FIFA,
Karten, Taula, so dieses Leben. Und dann essen wir. Und ansonsten, Bruder, normalerweise, ich weiß so, man säuft, man dies, man das, geht daraus. Aber Bruder, das ist gar nicht mein Lifestyle, Bruder. Aber das verleitet schon, oder? Wenn du so auf Tour unterwegs bist mit Bus, eh alles scheißegal mäßig so. Komm, scheiß drauf, wir gehen jetzt ja, auf. Ja, aber Bruder, so, ich sag dir ehrlich, ich wäre so, glaube ich. Ja, ich wäre auch gerne so. Aber du weißt, das sind Leute, die freuen sich auf die Show so. Mm. Und die haben sich Karten geholt. Mm. Dann willst du auch die Show nicht verkacken, weißt ja, du? Du willst auch richtig so für die Leute da sein. So. Das ist eine gute Einstellung, Bruder. Ja, ich... hoffen wir mal, dass es gute Einstellung ist, oder? Auf jeden Fall, Alter, weil du willst ja deinem Publikum und deinen Fans ja, was bieten, so, ne? Ich will jetzt nicht so reinkommen mit so Augenpopel und so, weißt du, voll vercrackt. Voll vercrackt und ich kann nicht rappen, so, weißt ja, du? Ja, es muss auf jeden Fall alles richtig sein, Bruder. Ja, Mann. Ja, ja. Schön. Natürlich soll diese Sache Spaß machen, aber man muss auch für die Sache arbeiten, so hart arbeiten, so. Ja. Weißt du, ich meine? Ja, das gerade in so Berufen, die wir leben, vermischt sich das ja sowieso, das Spaß mit Arbeit und so. Das ist irgendwann... Muss man unterscheiden können. Ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich sagen kann, ich kann es gar nicht mehr richtig voneinander unterscheiden. Echt? Also krass. Wo ich jetzt wirklich... Weißt du, was ich meine? So, weil ich bin eigentlich 24 Stunden am Arbeiten, aber ich habe auch voll oft Spaß an der Sache, die ich gerade mache. Klar. So. Also ich kann es jetzt... Ich finde das auch der richtige Weg, so, wenn du deine Arbeit wirklich liebst, dann vergisst du irgendwann, dass es Arbeit ist, weißt du, was ich meine, so? Ja, das ist gut, auf jeden Fall, aber ich meine, was man nicht vergessen darf, dass Arbeit Arbeit ist, so, weißt du, mhm. So zum Beispiel, wenn ich jetzt merke, ich habe jetzt eine Tour, mhm. Und ich muss mich einfach 3 Wochen vorher vorbereiten, weil ich stelle vor, ich komme auf die Bühne, ich verkacke meinen Text, so, ich kann einen Song nicht, mir fällt einfach irgendwie nichts ein, weil wir haben auch die Show so geübt, okay, Lichter müssen so sein. Da muss der Song kommen, da muss das kommen, weißt du? Mhm. Und da, das sind einfach, viele Sachen entstehen auf der Bühne, mhm. So wie du mit den Leuten redest, kommunizierst. Aber vieles musst du auch vorher einfach proben, so, mhm. Weißt du? Mit wem, mit welchem Song kommst du rein? Wann kommst du rein? So, wann gehen diese Stropos an? Wann gehen das an? So. Mhm. Und ich meine, klar, wir sind so ganz am Anfang, wir sind so dritte Tour so gerade. Aber das sind halt so Sachen, wo du dich immer wieder verbesserst, so, weißt du? Ja. Immer wieder. Irgendwann, wenn du in so ganz großen Hallen spielst, dann fällt es dir noch einfacher, weil du es schon mal gemacht hast. Du weißt so, wie das geht. So, weißt du? Ja, das ist so, du musst so durch verschiedene Levels durchgehen. So genau. Quasi, ne? Aber natürlich soll es Spaß machen auf der Bühne. Mit Rappen, dies, das. So, nee, hast du recht. Man muss schon auch sich manchmal dann in den Arsch beißen, Bruder. Man muss auch mal manchmal sagen, so, ey, guck mal, jetzt nicht rausgehen. Klar, du weißt ja, Sonne die ganze Zeit. Ja, das ist das. So, und ich hätte auch in der Zeit gerne einfach nicht geprobt, ja. Sondern einfach draußen gewesen. Ja, Mann. Aber Bruder, geht nicht so. Ja, das ist halt in der Zeit, wo die Leute dann draußen chillen und Shisha rauchen und was weiß ich nicht alles machen, sitzt du dann halt im Studio oder bist im Tourbus oder schreibst deine Bars und so. Abgesehen davon, Bruder, es wäre so, dass ich die ganze Zeit in München war, bei Sino. Dann habe ich ja Mucke mit dem gemacht, mit Sino und Jermaine. Haben wir so für die neue Platte Mucke gemacht, so. Mhm. Ist auch übertrieben krass. Ich zeig dir gleich, wenn es ausgeht. Ja, du hast vorhin schon erzählt, Alter. Ich zeig dir ein paar Dinger, Bruder. Ich zeig dir ein paar Bretter. Du bist auch schon gut weit, ne? Ja, ja. Ich bin jetzt bei 17 Lieder. Krass. Aber wir wollen halt das Beste rausholen, so, weißt du? Weil ich schwöre es dir, du willst immer nach jedes Album noch krasser. Noch ein drauf. Du willst, dass jeder Song stimmt einfach. Ja. So, und natürlich kann es nicht bei jedes Album klappen, aber wenn du immer wieder, wie ich dir gesagt habe, immer wieder dir diesen Ding gibst, es muss statt ein Uppercut, muss 2 Uppercut sein, weißt du, so beide müssen sitzen, so. Mhm. Und das ist das, Bruder, und da will ich hin, so, ich will, dass jeder Song sitzt, das nicht wegskippen, so, und da haben wir so gearbeitet, und ich meine, die Tour ist halt dazwischen gekommen, aber kein Problem, egal, ich gehe ins Studio, dann bin ich zurückgegangen, habe ich die Proben gemacht, dann bin ich wieder ins Studio nach München, dann bin ich wieder Proben gegangen und du weißt, ich war auf Expo, dann war ich da. Dann in und trotzdem, mal, dann abends, und das war ja das, wo du abends eigentlich Zeit hast, rauszugehen oder runterzukommen, so, mhm. Aber dann halt so die Proben nochmal. Komm, jetzt gehe ich nochmal ins Studio, gib mir noch mein Ding, so, weißt du? Aber gönnst du dir manchmal auch dann eine Auszeit so, dass du dir sagst, oder wie machst du das mit deiner Auszeit? Machst du einen Tag in der Woche, wo du sagst, ey, ich mach gechillt? Machst du alle paar Monate mal eine Woche, wo du sagst, ey, jetzt mal eine Woche komplett ein bisschen runterfahren, auch mit Social Media und ein bisschen aus der Öffentlichkeit rausziehen oder so? Ich persönlich bin so ein spontaner Mensch. Ich hasse es einfach geplant, was du machst. Okay. Ich hasse es zu sagen, jetzt plane ich nächsten Monat Urlaub. Ich hasse es. Es muss einfach kommen. So wie jetzt. Wir haben jetzt so überlegt, okay, warte, wir haben im Mai irgendwann Zeit, okay, wir gehen einfach mal nach Griechenland. Wann es sein wird im Mai, wissen wir nicht. Aber wir gehen nach Griechenland, wir holen uns ein Baba Villa, wir gehen zu viert dahin, wir holen uns auch ein Villa, was weiß ich, für pro Nacht 600 Euro, mhm. Aber wir machen dort Musik, so, weißt du? Okay, geil. So. Geil. Also da ist Arbeit, aber trotzdem ist auch ein bisschen Erholung. Erholung. Weißt du, ich meine? Deswegen, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, das vermischt sich alles so klar, miteinander, weißt du? Klar, voll, aber das Ding ist halt dann irgendwo,
du holst dir zwei Sachen, so weißt du. Du holst dir einmal Vergnügung, mhm. Du holst dir auch einmal die Musik wieder. Aber da, ja, ja. Ja, ja, ja. Und das, ich glaube, so als Künstler kreativ zu sein, bedeutet ja frei zu sein. Mhm. Und dann fühle ich mich auf jeden Fall dort frei, ja, so, weißt du. Ja, Mann, ja, Mann, also. Ja, Mann. Ich glaube, es ist auch immer schwer, gerade am Anfang, also bei mir war es auf jeden Fall auch so gewesen, wo ich neu nach Berlin gekommen bin, so. Es ist immer schwer, als so ein Typ, der so dieses, wie gesagt, dieses Arbeit, also aus seinem Hobby quasi einen Beruf macht, so, ja. Dann diese Grenzen zu sehen und auch sich nicht zu krass zu verleiten, weißt du? Ja. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo eine geile Villa mir miete, irgendwo geil in Griechenland oder so, dass ich dann nicht, wenn ich mal einen Abend so vielleicht ein bisschen abschalte, was trinke oder so, nicht 100% Gas gebe und dann erstmal eine Woche lang komplett aus dem Leben gescheppert bin, so, sondern in Maßen, Bruder, weißt du? Weißt, wann das Maß zu finden, so. Genau, aber weißt du, wann das passiert, Bruder? Gerade so bei Künstlern, wenn du mit Freunden dahin gehst. Also, aha, ich meine die Freunde, die keine Musik machen. Ja, okay. Weißt du, was ich meine? Ja, 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 und dann verleitet es dich. Komm, wir gehen dahin, komm, wir gehen. Aber guck mal, ich, Sino, Jemen gehen dahin, Bruder. Okay. Das heißt, alle drei sind Künstler, so. Ja. Und selbst wenn einer mal ein bisschen übertreibt oder so, sagt der andere dann, genau, ey Bruder, genau, chill mal, wir sind hier zum Arbeiten. Und das Beste ist so, das, genau das meine ich so. Mhm. So, wenn du abgefuckt bist, du gehst kurz ins Pool, du sagst, ich gehe heute Abend raus, dann sagt der Sino, okay, kein Problem, Bruder, geh raus. Aber wenn du zurückkommst, wir ballern wieder. Mhm. So. Und wenn aber dein Bruder zu dir sagt, komm, wir machen Musik, so, du hast voll Bock, weil du weißt, er macht Baba Beats, Jermaine macht Baba Beats, so, und dann hast du Bock einfach zu schreiben. Das Team-Ding so, ne? Voll. Ja, voll, aber wenn du natürlich mit 5, 6 Leuten hingehst, die nichts mit Musik zu tun haben, Bruder, die geben dir Tequila, komm, wir gehen in dieser Club, komm, es gibt Escort, komm, es gibt... Kommst du auf dumme Ideen, Bruder, voll, Digga, das stimmt schon. Das ist schon wichtig, mit wem du dann so am Start bist, auf jeden Fall. Wie bist du mit deinem Produzenten so, ne? Sino ist ja auch einer, der macht fast alles auch für dich, ne? Wir haben also seit 11. Stock Sound 2 jetzt haben wir angefangen, wir machen alles selber so. Mhm. Wirklich, also Jermaine, ich und Sino, wir drei, wir sind so das komplette Team, was die Musik angeht, so, okay, weißt krass. Du? Und Fosi natürlich. Mhm. Fosi macht ja auch Beats und rappt ja auch so. Mhm. Und wir vier sind eigentlich so das Team Kurdo eigentlich so, das Team Almas, so eigentlich komplett. Ja. Und also der Sound ist einfach von uns, Bruder. Wie bist du mit dem, was mich mal interessieren würde, so, wie bist du mit dem persönlich? Sind das so richtige Freunde von dir, Bruder? Ist es eher auf so einer Arbeitsebene? Wie kann man sich das vorstellen? So? Es ist wirklich so, dass ich, wenn ich nach Berlin gehe, nach Berlin sage ich, nach München, und zu produzieren, ich schlafe wirklich bei Sino zu Hause. Okay, so Brüder sind wir. Okay, okay. Und wenn er nach Heidelberg kommt, ist er bei mir auf jeden Fall. Okay, okay, okay. So. Ist dir das auch wichtig so? Natürlich. Dass die Produzenten oder die Leute, mit denen du arbeitest, auch irgendwo Teil von deinem Herzen sind? So? Ja, weil, guck mal, ich sag dir ehrlich, bei Musik ist es in der heutigen Zeit ist es sehr oft so, dass du auch, wenn du Scheißmusik machst, dass die Leute dir sagen, ey, trotzdem mach, hau das raus so. Hauptsache, du bist da so, weißt du? In der heutigen Zeit ist so, du musst da sein. Mhm. Immer Lieder raushauen, immer das ist auch normal, ist gut, weil das ist ein Anspruch so, weißt du, an dich selbst. Ja, so. Ja. Aber bei so Sino und bei Jermaine sind das Jungs, die mir sagen, Bruder, mach lieber anstatt so, so. Die Ehrlichkeit ist dann die da. Die auch mal sagen, ey, ist kacke. So ja, ist genau, nicht geil, genau. Dicker, weißt du? Genau, und wenn das dir aber ein Bruder sagt, es trifft dich nicht in Herz so, nein, wie wenn ein Fremder dir sagt. Nein, weil er meint es ja gut mit genau, dir. Genau, er macht es nicht so runter, so auf die Art, ach, du bist scheiße, fatz ab, so. Mhm. Es ist so diese Art, so, Bruder, mach das da, weil das ist besser. Mhm. So wie dieser Song, weißt du, was ich meine? Er gibt dir noch Tipps dazu. Ja. So, und das ist so, wo ich denke, bei Musik ist das sehr wichtig, wenn man sowohl kollegial als auch Arbeitsding so zusammen dabei ist. Geil. Weißt du, was ich meine? Geil. Ja, und finde ich immer voll interessant, Bruder. Ja, und Sino begleitet mich seit jetzt mittlerweile 2012, nee, seit 2011 sogar. 8 Jahre. 7, 8 Jahre, Bro. Ja, er begleitet mich wirklich mit jedem Ding, so, weißt du? Das finde ich voll schön, Bruder. Ja, übertrieben, Bruder. Dass man so durch Höhen und Tiefen mitgeht, genau, durch Zeiten durchgeht und Bruder, so, weißt du? Ich kann mich erinnern, so an Zeiten, so, wo er gesagt hat, ey, komm, mach nur 100 Euro pro Beat. So. Mhm. Und jetzt, mittlerweile, Bruder, ist es normal. Ich kann ja öffnen seinen Preis sagen, Bruder. Pro Beat unter 1000 Euro mache ich gar nicht. Ich kann ihn nicht unter 1000 Euro, weil ich weiß, was für eine Arbeit darunter steckt. So, weißt du, weil ich bin ja selber da. Ja. So, dass er für einen Beat manchmal 3 Tage braucht. Er könnte auch in 15 Minuten einen Beat machen und der ist gut. Aber er will das Beste vom Besten mit Jermaine. So, die setzen sich hin, Jermaine spielt ein, Sino spielt ein und dann machen die sich Kopf, okay, was für ein Snare? Nein, warte, wir holen uns die Snare. Dann ruft er jemanden an, ey, kannst du Drums? Okay, ja, ich kann Drums. Was für hast du? Der nimmt von denen, also Bruder, das ist eine Firma, sag ich mal so, Bruder, die funktioniert mit 1000 Leuten, knapp, ich übertreib's mal so, aber diese 1000 Leute stehen 100% dahinter so.
bis Ende. Und deswegen kann ich ihn nicht für ein Probeat 100 Euro geben, ja, oder Jermaine. Safe. Das geht nicht. Selbst, weißt du, weil die entscheiden... Allein für dich auch persönlich so, weißt du, was ich meine? Klar. Wir entscheiden zusammen einen Sound, so, weißt du? Und wenn wir da zusammen arbeiten und kämpfen, haben die auf jeden Fall viel verdient. Bruder, ich finde auch ganz ehrlich, ich finde diese ganzen Produzenten, gerade aktuell die heutigen Produzenten, die müssen viel mehr Aufmerksamkeit kriegen, Bruder. Man muss viel öfters über die reden und vielleicht sogar auch mit denen reden. Ich habe auch schon öfters überlegt, mal ein Interview zu machen mit einem jungen Produzenten oder so. Ja. Einfach da mal ein bisschen reinzuhören, weil das sind auch richtig krasse Künstler, Bruder. Und die tragen halt aktuell zu dem Sound, den es gerade in Deutschland gibt, auch voll viel bei, so, Bruder. Voll. Deswegen erstmal an der Stelle Grüße an alle krassen Produzenten raus, so. So. Also definitiv, aber du musst mal auch ehrlich sein, so, es wird auch viel Scheiße produziert in letzter Zeit, was nicht schlecht ist, aber es ist nicht der Produzent schuld. Ich finde einfach, da ist der Künstler so dran schuld, dass er nicht irgendwie da sitzt und sagt, ich will was anderes haben, so, weißt du? Mhm. Zum Beispiel, wenn ich mit Sino sitze und Jermaine, dann überlegen wir, okay, warte mal, es gibt das, es gibt das, es gibt das, es gibt das. Mhm. So, Künstler A, B, C, D machen das am besten, so. Und die können es auch, die machen das sehr lange. Das heißt, wir müssen was Neues machen. Mhm. Und dieses Neue, Bruder, das ist dann wirklich, wenn du deinem Künstler nicht, deinem Produzenten nicht sagen kannst, was du willst, so, dann macht er dir auch nur den Sound, was heutzutage ist. Verstehst du, was ich meine? Weil er stellt sich ja auch darauf ein, so, dass es genauso wird. So. Ja, ja. Und er ist deswegen, ja auch nicht, er ist ja auch kein... Keine Ahnung, Alter, kein A&R oder so, der dir jetzt sagt, klar, ey, das ist dein Image, du musst das und das machen, der und der Song kommt bei dir am besten und so. Das musst du als Künstler schon selber wissen, so, ne? Und ich meine, guck mal, Bruder, ich kenne das ja von der Zeit, damals schick mal Beats rüber, Beatpaket. Dann kriegst du 20 Beats, so, du sagst, ach, der ist gut, der geht so. Und so entscheidest du. Aber Bruder, jetzt, wir gehen ins Studio, wir sagen, warte mal, auf was haben wir Bock? Okay, der spielt einfach irgendwas ein, so. Ich sag, okay, krass, der ist gut, komm, geh mir die Richtung, mach's mal ein bisschen schneller. Jermaine kommt, der spielt Gitarre ein, einfach so, weißt du, ich meine? So, dann Sino sagt, komm, geh mal rüber, mach mal ein, so, das, was wir eigentlich machen, ist ein Rezept, das können wir nicht sagen. Mach so. Genau. Und, aber Kurdo, deine Art, es muss deine Wörter sein, es muss dein Ding sein. Dann überlege ich, okay, was kann ich machen? Es muss ja auch ich sein, so, weißt du? Okay, aber dieser Punkt, wie war das denn bei dir, diesen Punkt zu finden, dass du dich findest selber so? Weißt du, was ich meine, so, dass du dein... Weil du sagst ja, wenn jetzt ein Künstler ins Studio kommt und der gar nicht selber weiß, was er machen will, dann macht der Produzent einfach das, was aktuell gerade sowieso ankommt. Aber wie findest du denn dein, weißt du, was ich meine, so, wie findest du denn Kurdo, wie hast du dich gefunden, Bruder? Ich sag dir ganz Hast du dir vorher Gedanken darüber gemacht, ey, ich will die und die Wörter benutzen, ich will für das und das stehen, ich will so und so Image haben, dies, das, bla. Nee, darüber habe ich mir gar keinen Kopf gemacht, weil ich weiß, in der Kunst bin ich ja ich selbst, so, weißt du? Mhm. Also ich versuche... Manche Leute können das, aber ich kann gar nicht schauspielern, so, ja, irgendjemand anderes sein, so, weißt du, ich meine, also, es ist nicht verkehrt, so, weißt du, wenn du das damit umgehen kannst, mach es, so, wenn du Erfolg hast, ist gut, aber ich kann es halt nicht, ich kann nicht jemand anderes verkörpern, so, und ich glaube einfach, weil ich mich nie damit befasst habe, ich könnte das bestimmen, wenn ich mich damit befasse, 1-2 Jahre, dann könnte ich es auch hinkriegen, ja, aber du genauso. Du willst es einfach nicht von deinem Herzen her, so. Was heißt, ich... Also ich kann, also bei mir ist es so... Ich fühle mich so wohler, genau, wie ich bin, so, weißt du? So wie du bist, Bruder, ja, genau. Das ist auch einfacher für dich. Ja, egal, klar, wo du hingehst, du bist Kurdo, Bruder. Natürlich, genau. Da musst du nicht irgendwie so denken, okay, warte mal. Okay, fuck, jetzt mache ich Insta-Story, jetzt muss ich der sein. Ja, so. Ich muss jetzt krass Deutsch reden. Ich muss jetzt... Bruder, scheiß drauf. Mach einfach so. Und sag auch 500 Mal, Bruder, bei einem Interview. Ist mir scheißegal, so. So, ich bin so, wie ich bin. Genau das. Und, aber was ich natürlich versuche momentan, ist wirklich bei Interviews, ich merke, ich rede voll schnell. Ich versuche so lockerer, damit man mich auch versteht so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja, diese Hektik rausnehmen. Genau, dieses Hektik bisschen. Aber das kommt davon, weil du die ganze Zeit, wenn du mit den Jungs bist, Bruder, der redet, dann willst du auch schnell was dazu sagen. Der redet, dann willst, weißt du, was ich meine? Voll. Und das kommt genau von daher, Bruder. Und leider. Ich merke das auch bei mir in Interviews, wenn ich auch was sage, so, ich werde dann immer voll laut und gehe dann so, genau, ey Bruder, ich hab aber so. Du gehst voll rein, weil du willst auch so der Typ sein, den man dir zuhört, so, weißt du, ich meine? Aber du hast recht, meistens ist es sogar besser, wenn du zurückfährst, ja, da voll. Kann man dir nämlich noch besser zuhören. Ja, aber warum, Bruder? Weil wir beide gerade da sitzen, so, und nicht 10 andere, der will jetzt zu dem Thema was sagen, der auch. Ja, ja. So, wir beide müssen jetzt reinschreien, ja, weißt du, ich meine? Voll. Aber nochmal zu dem Thema, Bruder, du wolltest, glaube ich, gerade erzählen, genau, wie du dich findest selber. Genau, wie ich mich finde, ist, ich bin voll Thema abgewichen. Nee, ist cool, aber interessant. Es war tatsächlich so, dass ich, gerade die neuen Künstler, die gekommen sind, so, guck mal, entweder nimmst du das positiv auf oder negativ. So, entweder sagst du, ey, guck mal, die sind alle neu, die haben mehr Erfolg wie ich, scheiß auf die, ich beleidig die jetzt und mach das und das und das. Aber dann fixst du dich selbst damit, weißt du warum? Weil du bist dann voll negativ eingestellt. Ja, normal. Dein Kopf macht gar nicht, also du hast Tunnelblick.
Du denkst, alles scheiße. Auch negative Energie, sobald du negative Energie aus deinem Mund rauskommt oder du sie nach außen trägst, kommt sie auch in dich rein. Voll. 100%. Und wenn du dann nur auf andere guckst, so wirklich nur auf andere, was die machen, warum machen die so, dann irgendwann kann diese Gefahr kommen, dass du nicht mehr auf dich selbst achtest, dass du nicht mehr weißt, wer du bist. So. Und dann hast du zu viel Zeit an diese Leute investiert und du am Ende so denkst dir, okay, warte mal, ich habe auf die ganzen Leute geguckt, aber habe ich auf mich selbst geguckt? Weißt du, wie ich meine? So verlierst du dein eigenes Ding. Du verlierst voll dich selbst. Und deswegen habe ich mir gedacht, warte mal, die sind alle gut, geil, warum nicht? Ich guck mal, was die alle machen, was haben die alle drauf? So, was ist gerade so dieser Ding? Okay, der kann das gut, ich versuche das noch mehr zu toppen. Schaffe ich das, bringe ich es raus. Schaffe ich es nicht, lasse ich es da. Ich habe es aber gemacht. So. Ah, okay. Genau, und so dann... testest du dich dann manchmal in voll, ich teste mich mit jedem, Bruder. Okay, krass. Das ist ja auch so dieser du weißt, Competition, Bruder. Ja, du willst so der Bessere sein, ist doch normal. Ey. Nicht, Bruder ist Bruder, so ist normal. Ja. So, aber ich, mein Bruder, der schwimmt 50 Meter in Albert, weiß ich will besser wie er sein. Ja, ja, ja. Es ist nicht darum, dass ich besser wie mein Bruder sein will, ja, ja, ja. Aber ich will auch dieses Ding schaffen, ja, so, weißt normal, du? Normal, normal. So. Das ist ein positiver natürlich, Anspruch, ich will, dass er mehr wie ich schafft, eigentlich. Ja, ja. Aber so vom Herzen, ich will es mir selbst beweisen, schaffe ich es auch oder nicht. Ja, ja, ja. So. Einfach zu gucken, so, ne? Genau, weil es ist ja mein Job. Das ist wie, wenn einer zum Beispiel am Fließband arbeitet, so, der schafft, was weiß ich, 50 Dinge abzupacken, der andere will 100. Nicht, er kriegt doch sowieso Geld, gleiche Geld. Aber er will einfach in dieser Ding besser sein. Und darum geht es so. Aber so im Großen und Ganzen habe ich auch mit Sino dann geredet und Jermaine. Dann haben wir überlegt, okay, warte mal. So jetzt, bevor du deine ersten Dinger rausgeballert hast, oder was? Nee, vor 11. Stocksound. Wir reden jetzt genau vor 11. Stocksound 2. Genau, da haben wir immer Beats bekommen, geschrieben, Beats bekommen, geschrieben, aufgenommen. So, bei 11. Stocksound 2 habe ich gemerkt, warte mal. Der Sino ist gekommen, der so, warte, komm mal her, was hast du Bock? Auf was hast du Bock? Ich so, diese Melodie. Ich so, mach ein bisschen weniger oriental, mehr diese Deep. So, und da habe ich gemerkt, das stimmt so, das geht wirklich auf irgendwann. Und das hat mir Casey aber damals auch gesagt. Er so, Bruder, geh ins Studio mit deinem Produzenten. Ihr müsst zusammen. Weißt du, ich meine? Spielen, so, genau. So, und dann habe ich es auch gemerkt, so bei 11. Stocksound, okay, wenn ich ihm was sage, er folgt mir und er kriegt das auch wirklich so hin. Weil du kannst auch mit dem Produzenten da sitzen, du kannst ihm sagen, so, es kann sein, aber dass sein Kopf gar nicht wie deiner ist. Ja, das ist auch voll schwer. Ja. Ihr müsst ja denselben Film fahren. Ihr müsst denselben Vibe, ihr müsst in dieselbe Richtung denken. Ihr müsst wirklich dieselbe Richtung denken. Und ich habe das Glück gehabt auf jeden Fall, dass Sino und Jermaine genauso wie ich denken. So. Auch wenn der Sound Kommerz ist. Aber Kurdo bleibt Kurdo. Das ist das. Verstehst du? Aber ich würde gerne noch einen Schritt vorher, ganz vorher, wie ist Kurdo Kurdo geworden, Bruder? Wie ist Kurdo Kurdo geworden mit der Zeit, mit der Erfahrung, mit der Erfahrung, die er mitgenommen hat in der Rap-Szene, so, weißt du? Weil ganz am Anfang... Wie hast du deine ersten Texte geschrieben? Mit wie hast du das gemacht? Okay, ich sag, ich habe mich hingesetzt, ich habe einfach geschrieben. Und ich habe auch gar nicht verbessert. Auf was für Beats? Auf YouTube. Einfach auf irgendwelche Beats? Damals gab es noch Rappers.de, kennst du das? Nee. Das ist so einfach Beats picken, so, weißt du? Ja. Die waren auch manche, ich glaube, manche haben Geld gekostet. Halt mal kurz, bitte, Bruder, ich zieh meine Jacke aus. Easy. Ist die nicht kalt, Bruder? Mir ist mies kalt gerade. Ich sterbe mich so warm, ich fang da voll an zu schwitzen. Okay, ich habe auch gerade geduscht, kann sein, deswegen. Ich fühle mich wie Solarium mit dem Blauen. Geil. Erzähl mich weiter, Bruder. Auf jeden Fall, Bruder, dann war das so, dass ich Ding gemacht habe, dass ich einfach geschrieben habe. Ich habe gar nicht verbessert. Ich rap einfach, die Jungs sagen, Baba, Baba, Baba. Ich gehe aufnehmen, raushauen. So. Aber heute mittlerweile denke ich schon drüber nach, warte mal, diesen Satz habe ich schon mal gesagt. Entweder formuliere ich ihn ganz anders oder ich nehme einen ganz anderen Reim dafür. Okay. Weißt du? Und aber so ganz am Anfang, du hast hier nichts auch draußen. Die Leute können nicht sagen, du hast es schon mal gesagt. Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe vollkommen, was du so meinst, Bruder. Aber natürlich versuche ich jetzt noch freier zu schreiben. Und deswegen sind auch 17 Songs entstanden, weil mein Kopf einfach frei war. Ich habe den Fans gegeben, was sie wollten. Das war 11. Stocksound 2. Das habe ich denen gegeben. Wir machen eine Tour. Die Leute können mich live sehen. Das wollten sie. Habe ich ihnen gegeben. So. Mama, Papa sind glücklich. Ich habe gemacht, was ich machen konnte. Meine zwei Brüder, Alhamdulillah, die haben jetzt ihre Arbeit. Also ich habe das, was ich machen konnte in diesen 7-8 Jahren mit meiner Kraft und was ich mir gewünscht habe, habe ich hingekriegt. Schön. So, Gott sei Dank. Respekt. So, danke schön, Bruder. Danke dir, Bruder. Und jetzt geht es halt darum, das zu machen, was ich will. Verstehst du? Schön. So, geil. Jetzt habe ich erstmal das... Ich mache mal ein neues Kapitel auf so. Auf jeden Fall. Weil jetzt fühle ich mich frei. Ich denke mir, okay, denen geht's gut, ich konnte machen, was ich wollte, so, also was ich habe gemacht, was sie wollten,
jetzt mache ich das, was ich will. So, und dann geht es aber darum, trotzdem du zu bleiben. Ich, Bruder, wenn du überlegst, ich habe 17 Songs. Bei 17 Songs sitzt du manchmal da, du denkst dir, okay, warte mal. Ich schreibe diesen Satz, warte mal, das bin gar nicht ich. Weißt du, weil du versuchst ja neu zu sein, so. Du versuchst was Neues. Boah, ist voll kopfig. Richtig kopfig, aber es macht Spaß, weißt du warum? Also selbst mich jetzt da gerade reinzudenken, fickt schon meinen Kopf gerade, Bruder. Aber weißt du, guck mal, ich sag dir jetzt. Ich schwör's dir. Ich rapp dir mal ein Part vor, Bruder. Rapp ein Part vor, Bruder. Ich sag dir mal, das ist was ganz Neues von Alles Koko. Alles Koko, Digga, ja. Den Namen habe ich schon übelst gefeiert, Alter. Das hast du unten schon eben gesagt. Genau. Guck mal, ich habe damals, was habe ich da damals gerappt? Warte mal. Ich habe Alles Koko und ich habe den mit Haben gemacht. Weil ist der schon älter eigentlich, oder was? Der ist jetzt so 4 Monate alt. Ah, okay. Ja, und so. Alles Koko, Bruder. Ja. Guck mal. Das ist ein Beat. Ah, hier ist ja. Mein Internet ist besser als der WLAN von hier. Nachts wach bleiben, so wie Vendetta. Raus aus dem Ghetto, so wie Benzema. Nicht eine illegal, aber Pelzheiler. Ist okay, okay. Hey. Egal was kommt, kein Problem. Wir sind andere Liga. Aus dem Ghetto lass ich Rasse tanzen, Habibe. Weil ich alles im Blick hab. Europa, Kanaka, aber Viertel Afrika. Heute Munich, morgen Paris. Ich kämpfe für mein Team, so wie Mohammed Ali. Verstehst du? Ah, okay, Bruder, okay, das ist okay, immer noch okay, Kurdo. Geil, geil, geil. Verstehst du, weil was zeichnet Kurdo aus? Okay. Stimme. Wenn ich sagen darf, Mann. Ja, klar. Deine Stimme, Bruder. Boba. Ist sie gleich geblieben? Immer. Geil. Außer, immer. Dass sie ein bisschen nice ist. Also, ich habe noch nie irgendwo einen Song gehört, wo ich jetzt sage, boah, das ist jetzt immer, was hat der da versucht? Geil. Dass du jetzt irgendwie angefangen hast, R&B zu singen. Ja, ja, ja. Kurde, ja. Stimme ist für mich ganz oben bei geil. Dir. So wie du redest schon alleine so, weißt du? Das ist schon dein Alleinstellungsmerkmal hoch 1000, ja. Bruder. Und dann die Wörter, die du benutzt. Geil. Und das merkst du ja, ne? Ja. Also ich sitze wirklich da, okay, warte mal, ich kann sagen, ich bin aus dem Ghetto, aber ich kann auch sagen, ich bin aus dem Ghetto, so wie Benzema. Mhm. Und dann diese Wörter wie Schocke. Das hörst du von meinem, ich bin mit den Albus unterwegs, Bruder, die sagen die ganze Zeit Schocke, Schocke. Mhm. Also nehme ich das auch mit rein. Mhm. Verstehst du? Das sind halt so Sachen, die ich dann sage, warte, erst wenn ich selber den Song feiere, dann ist es okay. Mhm. Und jede Zeile muss ich feiern. Mhm. Es darf nicht sein, dass ich sage, warte, diese Zeile mache ich nur als Lückenfüller. Mhm. Jede Zeile muss sitzen. Es muss einfach so sein, dass ich, wenn ich aufstehe, dann einfach rappen kann. Gibt es Zeilen, die du mal geschrieben hast, wo du heute sagen würdest, so ey, stehe ich nicht mehr hinter, Bruder? Glaube ich nicht, Bruder. Ich hinter jede Zeile, Bruder. Okay, geil. Weißt du warum? Weil es hat sich ja nicht, ich habe mich ja nicht verändert, so vom Charakter her, dass ich sage, warte, ich denke anders so. Aber man kann ja seine Meinung in ein paar Hinsichten schon ändern, Bruder, über Jahre jetzt, zum sag Beispiel, ich mal. Weißt kennst du, wenn du einen so 5, 6 Satz Jahr von mir, wo du denkst, Kurdo würde das bereuen? Kann ich dir jetzt so nicht sagen, Bruder. Siehst du, also ich sehe. Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Ja, also ich auf jeden Fall so niemals, also ich glaube nicht, dass ich etwas bereue. Warum soll ich auch was bereuen, Bruder? Was ich gemacht habe, habe ich gemacht aus der Erfahrung, die ich hatte. Wenn ich heute was Neues, eine neue Erfahrung gesammelt habe, dann mache ich sie nicht mehr. Mhm. Aber dann muss ich sie nicht bereuen. Ja, genau. So. Das ist ein gutes Verstehst Ding, du, was ich meine? Das hat dich quasi zu dem gemacht, der klar, du natürlich. Bist. Hätte ich diese Fehler nicht gemacht, hätte ich heute nicht anders darüber überlegt, so weißt du, so anders gehandelt heute. Aber ja, generell, so entstehen die Songs von mir. So. Und dann fühle ich mich auch frei, bra. Ich denke mir, okay, das bin ich. Aber wenn ich jetzt so Zeile schreibe wie zum Beispiel Prise, oder? Ich sag niemals Prise. Prise, Salz oder sag ich nicht wieder. Ja, okay. Ich sag ein bisschen. Ja, so weißt du. Ja, 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 ja. Und dann, das muss halt ich sein. Das so muss immer dein Ding sein. Genau. So bleibst du deinem Slang, genau. dein Vibe natürlich einfach treu. Immer, ne? immer den Sound neu machen, so weißt du, immer. Du musst immer was Neues. Guck mal, Bruder, wenn du überlegst, Mercedes. Legende, 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 sein Vater. Aber er bringt S-Klasse raus, er fickt Mutter von Design. So weißt du, wie ich meine? Also, Ja, Bruder, muss ich dir aber teilweise widersprechen, Bruder. Es gibt genug Erfolgsrezepte oder genug Leute, die schon seit Jahren eigentlich immer denselben Shit machen. Mhm. Und es immer und immer und immer und immer und immer wieder auch funktioniert so. Zum Beispiel. Bushido. Okay, warte mal. Aber Bushido ist einer, der hat seinen Sound gemacht. Das war in der Zeit, da gab es auch nichts anderes. Mhm. Es gab 4 Leute, 5 Leute. So. Und er ist aber so auch einer dann der ersten Deutschrapper. Ja, ja. Guck mal.
Ich sag dir ehrlich, wir haben ja alle haben wir Bushido, Sido, Flair, alle gefeiert. Ich komme aus dieser Ding, weißt du? Mhm. Es gab ja auch Azad, du kennst ja, es gab nur diese Leute. Wir haben die alle gefeiert. Ja. So, aber die Zeit ändert sich, bra. Die Zeit ändert sich. Es gibt heutzutage so, überleg dir mal, Autos, die können fliegen, die können schwimmen und fliegen. Mhm. Damals gab es Autos, wo die Flügeltüren aufgingen. Okay. So, oh mein Gott, ich krieg gerade jetzt einen Steifen. So. Aber weißt du so, jetzt gibt es über 1000 Rapper. Ich weiß, was du meinst, aber so. Ich glaube, es gibt immer noch übelst viele, die auch, wenn Bushido jetzt kommen würde, okay, jetzt aktuelle Situation, will ich auch gar nicht drauf eingehen. Alles und so. Gut. Weißt du, das ist für mich jetzt gerade gar kein Thema. Mir geht es rein um die Musik jetzt gerade so. Und wenn er jetzt mit einem Album kommt, was sich genauso anhört, wie Bushido sich immer anhört, wird es immer noch genug Leute geben, die den Shit feiern, fühlen, natürlich, kaufen. Das ist ja Nostalgie. So, das ist was anderes. Aber jetzt, stelle vor. Anderes Beispiel noch? Azad zum Beispiel. Mhm. Azad hat ja auch immer. Azad steht schon immer für seinen Sound, natürlich. So schon immer. Aber das Album Next Level war so aus dem Sound ein bisschen heraus. Das war so ein bisschen der neue Shit. So. Er hat versucht, so diesen Trap-Mäßig. Aber es hat trotzdem geknallt. Es hat geknallt und ich habe es auch übelst krass gefühlt. So. Ja. Trotzdem macht er jetzt wieder den alten Shit. So. Ja. Also ich habe jetzt die erste Single gehört vom neuen was Ding. War, so. Warte, ich habe es auch letztens gehört, Bra. Wie hieß das? Ich aber weiß da, nicht mehr, aber weißt du, an was das mich... Dieser Weg. Und ich fühle das aber auch immer noch so an krass, Phoenix, Bruder. Wie Phoenix, so. Ja, so vom genau Vibe her. So. Auf jeden Fall, ja, Bruder. Genau. Und das ist auch der alte Azad, Bruder. Das ist der alte Song, Bruder. Das klatscht immer noch rein, normal. So, weißt du? Aber, Bruder, du musst... Also, das war jetzt nur so ein Beispiel zu sagen, ich glaube, man muss nicht unbedingt mit der Zeit mitgehen und seinen Sound irgendwie an die neue Zeit anpassen. Ich sag dir aber nur, warum mit der Zeit gehen. Ich sag jetzt nicht so, jetzt musst du alle Autotune machen oder Trap. Nein, gar nicht. Aber es geht darum, so... Die Person muss mit der Zeit gehen, das heißt zeitgemäß bleiben. Mhm. So, okay, warte mal. Es gibt Leute, die machen nur Singles raus. Komm, ich hau auch nur Singles raus. Mhm. Bleib du selbst. Mhm. Rap dein Ding so, wie du es machst. Aber mach das, wie sie es entwickelt hat. So. Dieser System, Bruder. Nicht weiß, die Kunst. Meinst. Ich weiß, was du System. Meinst. System. Ja. Das System musst du mitgehen. Ja, voll. Ich glaube, es ist auch immer so künstlerabhängig so. Weißt du, was ich meine? So klar. Ist auch von Künstler zu Künstler wahrscheinlich auch unterschiedlich so. Du bist eh so ein aktiver, junger, fresher Typ Du springst noch auch jetzt neue Songs. Ich muss machen, Alter. Ja, das ist geil, Digga. Allah. Ich schwör's dir, Bruder. Wo ich dir Yassalam zum ersten Mal gehört habe, so, war für mich auch erstmal ein Schock so. Yeah. Weil ich Kurdo. Was hast du gedacht? In meinem Kopf ist Kurdo gespeichert. Kurdo, 11. Stock, Sound, nein, Kappe umgekehrt, Bruder, Lammfleisch auf Boden, dies, das, bla. So, das ist das. Aber was hast du gedacht, als du es erstmal gehört hast? So, oh mein Gott, was ist da los? Ja, ich hab mir jetzt gedacht, so, was macht der jetzt, Bruder? Okay. Macht der jetzt auch so? Nein, so. Ich war schon einer von denen, der gesagt hat, Dicker, okay. Alter, so. Aber jetzt eine Frage, eine ehrliche Frage. Ja. Bruder, du sitzt im Cabrio abends und da kommt dir Salam. Ja. Wallah, kriegst du nicht so Baba-Gefühl. Ist schon geil, Bruder. Ne? Im Club, wenn ich auch im Club bin und so und der Song kommt und ich merke auch, wie die Leute drauf abgehen und so, ist geil. Aber ich muss sagen, ist nicht meins, Bruder. Ja, alles also gut, ich gar kein Problem. So, ich hab mich übelst gefreut, 11. Stock Sound 2, Bruder. Ja, Mann. Auf jeden Fall, Bruder. Ich freu mich. Bruder, wenn du überlegst, wenn ich jetzt französische Mucke höre, ich höre Rimka. Ich höre Rimka Todoblé. So, verstehst du, was ich meine? Das ist aus den. Von wann war das? 2002? Oder 2000 sogar? 2000, wenn nicht sogar vorher. Ich pumpe das. Ja. Aber ich pumpe auch neue Sachen, Bro. Ja, ja. Verstehst du, was ich meine? Also, voll. Es geht ja, ich sag ja, du kannst deinen Sound auf jeden Fall fahren wie vorher. Mhm. Aber. Es muss eine Abwechslung geben, wenn du immer wieder dasselbe... Irgendwann wird es mir auch langweilig. Safe. Und das ist das Wichtigste, glaube ich. Ja. Dass du für dich einfach immer das machst, wo du gerade selber Bock drauf hast. So, weißt ja, klar. Und in die Richtung gehst du dann auch. Wenn natürlich. Du jetzt Bock hast, so einen Track zu machen, dann machst aber, du einen Track. Aber guck mal, ich sag dir, ehrlich, ne? Was das angeht, neuer Sound, alter Sound, ne? Egal. Nee, ist egal. Ist gar kein Problem. Ist eine große Diskussion auf jeden Fall. Ja, aber es geht nur darum, wenn du das machst, egal ob neu oder alt, wenn du es nicht gut machst... Ist es beschissen, Bruder. Ja. Machst du den neuen Sound, mach es gut, jeder wird es feiern. Mhm. Willst du mir sagen, PNL ist ein neuer Sound? Es ist ein neuer Sound. Was PNL gerade macht, ist ein neuer Sound. Voll. Gib dir mal das erste Album von denen. Die haben ganz anders gemacht. Voll. Aber die gehen jetzt mit diesem System, Bruder. Ich fühle das auch krass, Bruder. Und siehst du, die machen es gut. Ja, die machen es geil. Verstehst du, was ich meine? Richtig geil, Bruder. Okay, eine Frage. Raf Camora. Ja. Und ich. Jeder kennt Raf Camora. Safe. Heutzutage ja. Ja. Okay, Bruder, Raf Camora, wenn du überlegst, er hat ganz früher, der hat auch so ein bisschen diesen freshen Sound gemacht. Mhm. Man muss ehrlich sein, vielleicht hat er die Möglichkeit nicht gehabt, aber du wusstest, dieser Typ wird irgendwann fickt er alle. Ja. So, aber dann hat er die Möglichkeit bekommen, alles richtig zu machen. Ja. Und er hat es richtig gemacht. Und das ist aber ein neuer Sound. Und, Bruder, der hat Deutschland übernommen. Ja, wenn nicht Schweiz, Österreich auch. Voll. Ganz einfach. Ja. Entweder machst du es gut oder du machst es scheiße. Ob alt oder neu.
Egal. Entweder gut oder scheiße, Bruder. Darum geht das. Es kommt auf die Qualität an am Ende des Tages, Bruder. Es kommt auf dich an, wie du es machst, Bruder. Ja. Setzt du dich hin, sagst du, okay, ich schreibe jetzt komplett mein Album. Oder sagst du, nein, ich gehe jetzt raus, sauf, komm rein und mach einfach was, einfach, dass ich was mache. Auf dich kommst du drauf an, nicht auf alles andere. Wie stehst du dahinter auch und so? Weißt du, was ich meine? So, ich glaube, viele Leute draußen, Mann, die ich merke das auch jetzt gerade, ich mache gerade so ein Format, Rap It In Man heißt es, ich gehe so auf Straße, ich mache einen Tag vorher Ankündigung und sage, ey, junge Leute, wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ich gebe euch eine Plattform, wo ihr euer Talent beweisen könnt und rappen könnt und so, ja, ne? Ja. Und ich habe das jetzt ein paar Mal gemacht und da waren auch richtig ein paar richtig gute Talente dabei, richtig stabile Leute dabei so. Aber ich merke bei voll vielen Leuten, dass die einfach nur versuchen, das zu machen, was gerade einer krass macht so. Weißt du, die gucken dann YouTube rein, die gucken, sehen dann Mero und die sehen dann dies, das und die versuchen genau das Gleiche zu machen. Ja, genau eins zu eins, genau das Gleiche, so, weißt du? Also entweder hast du einen Kopf dafür, ja, so, oder du hast gar keinen Kopf dafür, weil wenn du überlegst, Mero hat wieder was ganz Eigenes gemacht. Ja? Er hat nicht gemacht das, was die anderen machen. Nein, er hat sein eigenes so Film gefahren. Und deswegen ist es auch erfolgreich, weil er sein eigenes Ding gut gemacht hat. Genau so, so. Bruder. Aber genau wenn du, so, Bruder. Es ist ja nicht falsch, dich inspirieren zu lassen. Macht jeder von uns. Ich glaube, jeder von uns lässt sich von jedem inspirieren. Ich lasse mich von Shep Khaled inspirieren. Shep Mami lasse ich mich inspirieren. Aber ich klaue nicht. Ja. So. Weißt du, was heißt klauen? Ich mach's nicht nach. Ja. Ja. Weil nachmachen, das heißt, du bist danach, also danach bist du. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, es kann ja auch sogar sein, dass du das machst und dass du damit erfolgreich wirst. Dass die Leute es vielleicht sogar nicht mal merken, dass du irgendjemanden vielleicht kopiert hast oder ein Ding eins zu eins nachgemacht hast. So, ne? Aber am Ende des Tages musst du halt wissen, wie krass stehst du erstmal selber dahinter so? Ja, wie feierst du das selber so? Wenn du dann den Erfolg siehst und dann für dich selber so, wie ist das dann so, weißt du? Aber guck mal, wenn du so überlegst... Der Unterschied zwischen dem, wie wenn du dich wirklich hinsetzt und was Neues kreierst, beziehungsweise was kreierst, was für dich einzigartig ist, so, was vielleicht vorher noch keiner gemacht hat, und das irgendwann ankommt und erfolgreich wird, das gibt dir ehrliche Freude, so, weißt du? Weil dann, aber dann ist auch wiederum, das bist du. Mhm. Das ist genau diese Schauspielerei, Bruder. Mhm. Wenn du dich dann versetzen musst, ey, warte mal, warum hat er den Song überhaupt so gemacht? Jetzt muss ich aber auch so, damit es auch so rüberkommt. Verstehst du, was ich meine? Das ist doch Kopfschmerzen. Sei doch, wie du bist. Guck mal, zum Beispiel Miami Yassin macht Kokaina. Mhm. Das hat alles gefickt. Mhm. So, wer kommt? Wie heißt der von Italien? Der Willy. Wie heißt der? Bruder, ich raste aus. Wie heißt der? Capo Plaza? Nein, nicht Capo Plaza. Der Italiener, der wo Miami Yassin nachgemacht hat. Ach so, das habe ich auch. Ich habe das mitgekriegt. Nein, nicht Ferrer. Aber ist doch egal, wie er heißt. Auf aber ich weiß, wen du meinst, Digga. Ich habe es auch gesehen. Das ist in Algerien. Willy. Der hat Kokaina 1:1 die Stelle nachgemacht, also vom Sound her. Ja. Die haben ihn gefragt, warum hast du es gemacht? Er so, ja, ich feiere den Song. Ganz einfach. So, aber dann, überleg dir mal, musst du in eine Situation kommen. Ich meine, klar, das ist so für einen Künstler. Ist schon tief, so, das fickt dich schon, Bruder, wenn die sagen, ey, du hast den nachgemacht. Weil du willst schon so unikat sein. So. Verstehst du? Ja, so. Das sollte auf jeden Fall der Anspruch also sein. Also, ich Bruder. Will nicht in so einem Interview das sitzen, Bruder. Ist auch gut. Aber, weißt du, was ich feier? Bruder, dass ein anderer aus Ausland von Deutschland geklaut hat, Bruder. Ich hoffe, ich feier das voll. Das ist für mich, Wallah, Miami Yassin, er hat so viel verdient. Wallah, ja, Bruder. Ja, ich feier den bis zu tot, Bruder. Ja, das ist krass. Das ist geil. Aber gut, Mann. Die Entwicklung ist sowieso geil. Ja, das ist immer mehr auch aus dem Ausländischen. Bruder, du weißt doch selber, wir haben ja vorhin auch drüber gequatscht. Auch Franzosen legen jetzt Wert auf deutsche Verkaufszahlen und so. Gucken auf das deutsche, weißt du so, natürlich. Auf die deutsche Szene, auf das deutsche. Wird auch immer stärker, ne? Ja, ja. Merke ich auch voll, Bruder. So. Features werden immer mehr internationale Sachen spielen sich auch hier an. So, weißt du? Und auch die Szene an sich wandelt sich ja auch immer mehr in so eine Richtung. Wie in Amerika zum Beispiel. Digga, es geht jetzt los mit Deutschrappern in irgendwelchen Filmen, erzählt, Bruder, in irgendwelchen Boah. Serien, Bruder. Mit Boah, genau. Bruder, die Leute kommen nur zu uns. Das ist das größte Genre gerade. Ich denke mir, krass, da sind Leute, die sind jeden Tag im Fernsehen. Ja. Yeah. Da hat auch Ali was Geiles gesagt, so, guck mal, krass, die Leute, die wir so richtig gefeiert haben, die kommen zu uns und geben uns an, so, weißt du, was ich meine? Krass. Schon krass, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Bro, eine Frage zu dem neuen Album jetzt, Alter. Du hast ja jetzt eben schon eine kleine Hörprobe gezeigt oder eine kleine Hörprobe gegeben, so. Ist es so sinnbildlich für den Sound auf dem neuen Album oder wie sieht das neue Album vom Sound her aus? Hast du da schon so eine Richtung, wo du sagst, ey... Weißt du, wie Sound von neuem Album ist? Mhm. Ich schwöre es dir, du wirst genau so, wie ich dir gerade sage, weil ich genau dieses Lifestyle feier, Bruder, und das genauso fahre. Das ist dieses im Cabrio, im Ghetto, warten auf die Jungs, kurz eine rauchen, bis sie kommen, Bruder.
Eistee vor Cabrio trinken. Mit Sonne. Dann Sonnenbrille raus, einfach angeben, Bruder, und runterfahren. Die Leute neidisch machen, Bruder. Die Leute ficken, Bruder. Wallah. Okay. Genau das ist der Sound, Bruder. Was heißt neidisch? Du weißt, was ich meine. So, genau die Feinde, die uns so damals so nichts gewünscht haben. Extra, Bruder, wallah, extra den hier raus. So, du weißt, okay. Cabrio fahren, gib ihn auf Sonnenbrille. Okay. Wallah, genau so. Neue, frische Air Max, Bruder, TNs, die neuen TNs anziehen. Auf Jogginghose extra. Das wird der Sound sein, Bruder. Okay, krass. Auf jeden Fall, ja. Krass. Und von den Beats her so? Von den Beats her, Bruder, ich sag dir ehrlich, das ist so, wir versuchen das so ghetto wie möglich zu halten, weil wir trotzdem dieses Block lieben. Mhm. Weißt du, was ich meine? Mhm. Auf jeden Fall Block-Element. Mhm. Block-Element, aber... Aber auch Spaß haben so? Von den Beats her so? Was heißt Spaß haben? Ja, so, ja, also, so wie der Song eigentlich eben, Mann. Alles Koko. Das, da hat man ja schon Spaß, Digga. Wenn ja, da geht es darum, dass wir alles geschafft haben, dass wir alles gefickt haben, Bruder. Ja, das, ja, ja, Bruder. Klar. Aber vom Sound her hast du ja Spaß, Bruder. Normaler Yassalam, Spaß. Yassalam ist ja auch von dem Text her auch normal. Ghetto, Bruder, eigentlich. Aber ja, vom Sound her, Bruder, du gehst ab im Club. Weißt du, hast Spaß. Ich habe auch Spaß an 11. Stock Sound 2. Ja, aber okay, du, aber weißt du, was ich meine mit Spaß haben? So? Ich weiß, dass du so dieses... Weißt du, was krass ist? Guck mal, 11. Stock Sound ist so. 11. Stock Sound, du gehst im Block, alle rappen mit. Mhm. So, aber bei diesem neuen Sound, ich merke, sogar irgendein Typ von Universal rappt einfach mit. Ich denke mir, ey, was ist da los, Alter? Er sagt, mach nochmal, mach nochmal. Mhm. So, dann mach ich alles Koko, der rappt einfach alles Koko mit. Okay, geil. Ich so, krank. Ich sag, du hörst ja, da ist gar kein Autotune, gar nichts. Ich habe hier nichts gegen Autotune, ich sag dir ehrlich, aber ich will immer noch dieses Kurdo halten. Ja. Ich will Autotune nicht benutzen selber. Okay. Ich will es gerne hören, wenn einer das gut macht. Ja. Das ist einfach nicht dein Film so. Nicht, ist nicht mein Film. Ich kann es, ich habe mich damit nicht so gut befasst. So. Mhm. Weil ich denke, die Leute, die es gut machen, haben es wirklich jahrelang gemacht. Ich glaube schon. Hast du mal ausprobiert? Ja, schon wohl. So ein bisschen auf Autotune zu singen. Klingt gut. Weil ich kann mir vorstellen, der Mix mit deiner Stimme und Autotune, das kann schon nochmal einen ganz neuen Effekt geben. Ja, Bruder, es klingt gut, aber ich mache es erst dann, wenn so alles, wenn ich merke, okay, alle sitzen. Ja, okay, krass. Ja. Aber der Song, also ist es dann mainstreamiger in Anführungszeichen, wenn du sagst, ey, sogar der Universal-Bruder, der normalerweise... Ich will mal wissen, was Mainstream so bedeutet. Der Mainstream heißt jetzt für mich, dass genau das, was du eben beschrieben hast, dass der Typ von Universal, also der jetzt nicht vom Block ist, Bruder, der das tausendmal mitrappt und so. Das heißt, es kommt bei einer breiteren Masse an, so. Dann ist es doch gut. Ja, klar, Bruder, ja, ist für mich nichts Negatives, weil, Mainstream. Aber warum sagen die alle, Mainstream ist negativ? Wer sagt das? So, die Leute, ja, das Mainstream, das Mainstream. Bruder, das ist doch das, was Hip-Hop immer wollte. Mainstream sein. Hip-Hop ist jetzt Mainstream. Ich glaube, das ist das falsche Wort so. Ich glaube, einfach, das Musik für alle so. Weißt du, was ich meine? Das ist so, das ist jetzt eher negativ behaftet, weil viele Leute vielleicht gerade aus der Szene raus so Hip-Hop-Nazis sagen, ey, Mainstream, wir wollten immer eigentlich, Hip-Hop war immer so für uns und wir haben unser Ding gemacht und so. Ja. Dass die das dann so negativ behaftet haben, dieses Mainstream so. Ne? Aber eigentlich ist für mich nichts Negatives, weil im Endeffekt ist doch geil, wenn Hip-Hop immer größer wird und wenn es in die breite Masse übergeht, so, weißt du? Ich sag dir mal so, wenn meine Mucke, wenn die Leute mich verstehen und die wissen, was ich sage in meinen Texten und was ich überhaupt damit aussagen will, dann ist mir scheißegal, wo das landet. Ob es da landet oder da landet, ist mir egal. Aber ich weiß, die Leute, die verstehen mich. Mhm. Genau die Jungs, die so wie, leben wie wir, die wo auch einen Traum haben, die rauskommen wollen, die wo ihren Eltern was kaufen wollen, weil Eltern haben die ganze Zeit Unterstützung, weißt du, die ihren Brüdern was kaufen wollen, weil der eine Freund wegen dir drinne war, dass er, weißt du, so, wenn er rauskommt, der kriegt alles so, weißt du, was ich meine? Weil er ist großer Bruder, er hat alles für dich gemacht, so. Er hat Last genommen, so, weißt du, was ich meine? Er wollte nicht, dass deine Mutter weint, so, weißt du, was ich meine? Solche Leute will ich damit, so. Ich will, ist mir egal, ob es ein Typ von Sparkasse oder Typ von da hat, meine Musik hört, so. Aber ich weiß genau, wen ich treffen will, Bruder. Ich weiß auch selber, wen ich treffen will. Ich will meine Jungs treffen. Ich will, dass, wenn ich rauskomme, meine Jungs da sind für mich, so, weißt du? Ich will für meine Jungs da sein, egal was ist. Aber auch wenn eine Dame von Sparkasse oder von irgendeinem Amt an mir vorbeiläuft, habe ich diesen Respekt, sage ich auch guten Morgen. So, weißt du, was ich meine? Mhm. So, es heißt aber nicht, dass sie mit mir chillen muss. Aber ich sage guten Morgen. Und so. Also ist mir egal, soll die auch meine Musik hören. Okay. Das heißt dann, ich will da nochmal so reingehen. Mach alles. Das heißt dann, Bruder, du machst diesen Sound quasi jetzt so ein Yassalam zum Beispiel, ne? Du machst es jetzt nicht, um noch mehr Leute zu erreichen, sondern einfach, weil du es in dem Moment einfach ich gefühlt hast. So. Ja, klar. Bruder, und ich stehe hinter Yassalam, halt wie jeder anderen Song so. Weil Yassalam bin ich, Bruder.
Ja, Salam ist mein, ich sag nicht, ist mein Wort, Bruder. Hast du jetzt verstanden, was ich sage? Genau, was du meinst. Das ist, er hat Bruder, gemacht. Ich hab das schon lange verstanden, dass du sowieso immer Kurdo bleibst, egal was für einen Sound du machst, ja. Egal was für einen Film du machst, ja. So, weißt du? Nee, wegen Ja, Salam, weil voll viele sagen, wie kannst du dahinter stehen, so. Echt, ja? Ja. Kommt es oft oder was? Nein, nicht so, aber ich meine so, die alten, du sagst ja, Hip-Hop-Polizisten, dieser eine Schwanz von Rap.de, wer ist der nochmal? Keine Ahnung. Irgend so ein Schwanz, Bruder. Er sagt so, ja, Ja, Salam, okay, er folgt so, aber ich will den alten Kurdo wieder. Bruder, was redest du da? Ich mache Musik, so weißt du, was ich meine? Wo ich mich frei fühle. Vor allem, Bruder, das ist ja auch eine persönliche Meinung, Bro. Nur weil ich jetzt zum Beispiel persönlich als Leon Lovelock Kurdo voll krass feier, ja. Mit dieser 11. Stocksort in die Fresse, weil ich einfach damals, ich verbinde das einfach mit der Zeit, wo du neu rausgekommen bist und ich das gehört habe und was ich in der Zeit durchlebt habe, so, dass das mich viel mehr trifft als Ja Salam zum Beispiel. Mhm. Aber das ist ja meine persönliche Meinung. Als Mensch kannst du eh nie sagen, Musik gut oder schlecht. Das ist immer individuell. Mhm. Das ist nicht messbar, so, weißt du? Ja, klar. Deswegen ist es auch voll schwer, dass dann irgendein Journalist von irgendeiner Hip-Hop-Plattform sich hinsetzt und dann versucht, für eine Hip-Hop-Plattform zu sprechen und zu sagen, so und so und so. Weißt du, was ich meine? Das so? Ist das, Bruder. Weil das geht eigentlich nicht. Genau das ist das, Bruder. Wenn mir ein Fan das sagt, dann nehme ich es mir so zu Herzen und sage, okay, warte mal. Weil es gab keinen richtigen Fan-Supporter von mir, der mir gesagt hat, ich feiere das gar nicht. Mhm. Weil du siehst ja, bei Ya Salam, die ging genauso ab. Mhm. Wenn nicht sogar mehr. Mhm. Das sind die Leute, die auf Konzert kommen, Bruder. Ja. So. Aber irgendein Journalist, Bruder, der noch nie was gerissen hat, und ich sage dir ehrlich, diese Typen haben eh sowieso nichts gerissen. Die sind sowieso pleite gegangen, glaube ich, so wie ich mitbekommen habe. Die haben eh nichts gerissen, scheiß auf die. Oder der setzt sich hin und versucht mir zu erklären, dass der Sound nicht korrekt ist. Du Pisser, verpiss dich mal von mir, wallah. Haben die das so im Bericht geschrieben? Öffentlich, Bruder, er macht das öffentlich. Ich denke mir, der sagt, der hat sowieso am Anfang gegammelt, gib mir das Album zum Vorherhören, wir machen Interview. Ach, Bruder, diese Leute, ehrlich, wenn du zu gutmütig bist, ficken die deinen Kopf. Ja. Und ich sag dir ehrlich, deswegen, ich scheiß auf solche Journalisten, Bruder. Solche Journalisten, Bruder, die, mit denen darfst du gar nicht eigentlich reden. Verstehst du? Aber so einer wie du, weil du auch von der Straße bist, Bruder. Mhm. Der Typ sitzt nur im Büro und will mir verklickern, dass das keine gute Mucke ist. So. Deswegen, Bruder. Aber du bist von der Straße, du weißt auch, wie das ist. Ja, deswegen. Und ich bin auch kein Journalist, Bruder. Weißt du, was ich meine? So, ich gehe gar nicht mit den Anschluss. Du machst ja auch so Interviews und berichtest und bla 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 bla. Ja, aber ich würde niemals jetzt so richtig krass. Wenn ich jetzt einen Song von dir nicht feiern würde, würde ich niemals ein Video darüber machen. Weil, so, ich feiere Kurdos Song nicht. Ja. Kurdos Album ist kacke. Oder dies, das, der ist kacke, der ist kacke, das ist kacke, das ist kacke. Ja, das ist gar nicht mein Film. Jetzt so, nur so für mich persönlich, weißt du? Deswegen könnte ich auch niemals eine Hip-Hop-Plattform machen, Bruder. Ja, klar. Weil ich will mich nicht hinsetzen und das Brot von irgendjemand anderen kaputt machen, Digga. Auch nur weil ich seinen Song nicht feiere. Oder weil das ist für mich, wenn du auf der Straße, du weißt, wie das ist, man gönnt. Mhm. So, man gönnt, Bruder. Mhm. Man sagt nicht, das ist scheiße, das ist scheiße. Ja. Was ist das, Bruder? Ja, Bruder. So, ja. Verstehst du? Und das hat mich voll abgefuckt. So ein, zwei Pisser-Journalisten, Bruder, kommen um die Ecke und wollen mich verklickern. Warte mal, der Sound, den er macht, ist nicht Kurdo. Es gibt nichts bei diesem Song, wo ich sage, das bin nicht ich. Vor allen Dingen, wer soll mehr sagen, was Kurdo ist, als Kurdo? Verstehst du, was ich meine? So, 100% Kurdo. Das ist doch das, Bruder. Und das, Bruder, das ist... Der verbindet das, das ist so Sommermusik. Nein, Bruder, das ist Cabrio-Musik. Du hast falsch verstanden. Sommermusik, gehst du in Sommerfest, da sitzen 50.000 alte Leute und dann singt dir Dieter Bohlen oder irgendjemand so. Selbst wenn es Sommermusik ist, selbst wenn dir das einen guten Vibe gibt im Sommer, was ist daran verwerflich, Bruder? Weißt du was, aber guck mal, weißt du, das Ding ist, Sommermusik funktioniert nur Sommer. Mhm. Aber Ya Salam funktioniert auch in kalten Zeiten. Mhm. Ich habe doch Ya Salam Dezember gespielt. Die Leute sind trotzdem abgegangen. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Ja, voll. Und darum geht es. Mir geht es darum, dass die Leute, dass gerade so ein Schwanzjournalist nicht von der Seite kommen soll und mir erklären will, was für einen Sound ich mache. Nein, Bruder, ich mache Cabrio-Musik im Block. Ich mache keinen Sommer-Irgendwas-Musik. Das ist mein Sound, Bruder. Das ist das, Bruder. Scheiß mal auf die ganzen Leute, Digga. Ich schwör's dir, mach genau das so, wie du das für dich fühlst, Bruder. Ja, safe, gar nicht. Aber ich will nur damit sagen, ich hab das sind so ein paar Sachen, die mich damals genervt haben. Ja. Auf jeden Fall, die haben mich übertrieben geärgert, Bruder. Warum soll ich nicht sagen? Das sind ja die Leute, die uns zuhören, sind ja so, die fühlen mit uns. Safe. Und die müssen auch Sachen
Nichts ist schön auf der Welt. Bruder, nicht immer ist alles schön. Safe. Also. Und das finde ich auch gut. Wenn du was auf dem Herzen hast, dann lass es raus. Erzähl es so. Natürlich. Weißt, so. Aber das, und was ich aber auch gut fand, sag ich dir ehrlich, so die ganzen Supporter und die ganzen Zuhörer, Bruder, sind auf seine Seite gegangen, haben seine Mutter gefickt. Echt, Bruder. Ich hab Koran. Da hast du gemerkt, okay, das sind da richtige Briefs dabei. Die stehen so, ne? Ja, Bruder. Ja, ist schön. Voll, voll. Zusammenhalt von der eigenen Zusammenhalt von der eigenen Community ist eh das Schönste, was es gibt, Bruder. Weil am Ende des Tages sind die immer hinter dir. Die stehen wie eine Army hinter dir, wie Soldiers, so, weißt du? Deswegen bin ich auch bei jedem Konzert, bis jeder sein Foto bekommt. Ja, ich hab's eben gesehen, ich kann es offiziell sagen. Weißt du? Geil. Ist mir egal, wenn er sagt, ey, warte, ab 22 müssen 16-Jährige raus. Ist mir egal, scheißegal. Und dann machen wir so, dass wir draußen das machen, wenn es sein muss. Ja. Ist mir scheißegal. Ja. Ja. Ey, Bro, gib mal kurz dein Handy. Ich hab vorhin bei Instagram kurz ein Dings gepostet. Ein Bild von uns beiden gepostet. Geil. Und hab gesagt, ey, stellt mal ein paar Fragen unten rein. Okay, okay. Gucken wir noch 1, 2, 3 Fragen durch. Baba. So, wie gesagt, Freunde, Alter, ich hab ja vorhin nochmal ein Bild gepostet, wo ich gesagt habe, stellt dem Bruder mal eine Frage. So, erster Kommentar ist, Willi Hellpach Schule lässt grüßen, Kurdo. Kennst du noch, kannst du dich an Herr Wolf erinnern? Fragezeichen. Ja, Mann, bester Lehrer, Wallah, der war King. Ist er das selber oder was? Zeig mal. Julius Wolf. Nein, oh mein Gott. Oder ist sein Sohn oder so? Ich glaube, sein Sohn. Auf jeden Fall. Herr Wolf war ein Motherfucker, auf jeden Fall. Hast du ihn nicht gegrüßt sogar beim Interview? Ich glaub, weiß ich nicht. Irgendeiner hat seinen Lehrer gegrüßt im Interview. Weißt du, wie er war? Wir so, rauchen Sie? Also alles. So einer war das. Ich meine, Wallah, der hat so oft meinen Arsch gerettet. So oft. Geil. Bruder, ich bräuchte eine 3, aber ich stand auf 3,8 oder so. Er gibt mir einfach die 3. Ach, krass. Ich schwöre es dir, so ein Lehrer war das. Baba. Baba. Okay, jetzt von Carsten.lev. Der... Das ist Frage. Frag auch mal Kurdo, was er zu Pyramiden und Co. sagt. Bruder, du weißt, ich habe gar nichts damit zu tun, Alter. Hast du gar nicht mitgekriegt, auch was so abging bei mir und so? Ich habe irgendwas gesehen, da war irgendwas mit Pyramiden, aber Bruder, das ist so, wirklich, ich feiere dich so, aber Bruder, du weißt, jeder hat so seine Interessen, Bruder. Ja, ich bin so ganz andere. Bruder, vor allen Dingen, es war auch nicht so, dass ich jetzt proaktiv gesagt habe, ich werde dieses Thema groß machen. So. Es war so, dass ich halt Interviews gemacht habe, auch mit Kollega zum Beispiel und mit Kianush und PA. Und die sind selber in diesen Themen drin. Genau. Und dadurch, dass bei mir halt so eine Atmosphäre entsteht, dass jeder über das redet, was ihnen gerade auf dem Herzen liegt, kam das Thema halt auf. Und ich habe gemerkt, die Leute da draußen haben auch voll Bock auf das Thema. Ja, aber die befassen sich damit, ne? Ja, voll. Ich gar nicht, Bruder. 100%. Das interessiert. Wenn ich falsch werde, haben wir so Verschwörungstheorien und früher. Ich mag Kultur. Übertrieben. Mhm. Ich mag Kultur. Ich mag auch Religion von jeder Art. So, weißt du, ob es das Judentum ist, Christentum, Islam und auch dieses andere, die anderen Religionen, die nicht jetzt von Gott herabgesandt worden sind, die Bücher, beziehungsweise von den Engeln. Ich befasse mich gerne damit, aber so darüber eine Diskussion zu führen, ist voll eklig. Weißt du warum? Weil es ist zu viel. So, und es findet kein Ende. Genau. Und ich versuche diese Sachen sehr, sehr, sehr einfach zu halten für mich selber, damit ich meinen Kopf damit gar nicht ficke. Ich habe genug Kopfweg sowieso. Und jetzt soll ich über Pyramiden nachdenken, oder? Ich weiß ganz genau, was du meinst. So handhabe ich das auch mit Religion zum Beispiel. Ja, genau. Ich finde es cool, wenn eine Pyramide da steht, okay, der ist 5000 Jahre alt, korrekt, dieser Typ hat da gewohnt, okay, der Hurensohn, der hat sowieso Gold geklaut, der Bastard, der hat alles gefickt, so. Weißt du, aber ich weiß nicht, was ist das Problem bei Pyramiden? Was gibt's da? Aber Pyramiden, was heißt Problem? Es gibt halt heutzutage keine, also anscheinend gibt es keine Architekten oder irgendwelche Leute, die sich damit beschäftigt haben, die so ein Ding nochmal bauen könnten heutzutage, weißt du? Also die Menschheit ist quasi heutzutage nicht mehr fähig, eine Pyramide zu bauen. Es geht darum, Bruder, dass früher die Leute keinen Fernseher hatten, so viel Entertainment nicht hatten, diese Luxus gar nicht hatten. Das heißt, die müssten einfach schlauer sein, wie wir heute. Die waren auch schlauer wie wir, ganz ehrlich. Mhm. Wenn du so überlegst heutzutage, egal was ist, ich gehe in mein Handy, ich gucke, okay, Probleme da. So, ich gucke alles. Früher gab es das gar nicht. Du hast dich auf dich konzentriert, so, auf dein Umfeld, was ich meine? Konzentriert. So, das heißt, ich glaube, dass sie sogar 1000-mal schlauer waren wie wir. So. Ja, es gibt halt mehrere Theorien, was das angeht. So, weißt du? Aber wenn eine Theorie, Bruder. Dieser Luxus hat unser Leben gefickt. Ja. Dieser Luxus hat uns alles einfach gemacht. Oder nicht falsch verstehen, ich meine, ich danke Gott für diesen Bus. So, wir machen 7 Städte. So, und wir kommen mit diesem Bus. Wir sind heute in Berlin, morgen sind wir in Frankfurt. Das sind 10 Stunden Fahrt. Oder die frühen Leute, die haben 3 Tage gebraucht mit Kutsche und alles, um bei einem anderen Stadt zu sein. So, aber wir sind so, wir essen, wir holen Essen, wir machen da, wir Karten spielen. Damals gab es nicht. Das heißt, die Leute haben sich mit ganz was anderes befasst. Die wollten was da lassen. So, verstehst du? Okay, die Leute haben sich mehr Mühe gegeben.
Ich merke das, Bruder. Wenn ich Batzen habe, so, ich denke mir, egal, warte, wenn die Batzen weg sind, dann gebe ich mir wieder Mühe. Verstehst du, was ich meine? Aber wenn du keine Batzen hast, du bist hungrig, Bruder. Du willst alles ficken. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich glaube, das ist ganz einfach, das ist die Theorie, Bruder. Deswegen, ist jetzt gerade hier bei mir so ein Running Gag mit diesen Pyramiden und so, weil Bruder, nicht falsch verstehen, ich feier dich, du bist mein Bra, aber Pyramiden können mir so gestohlen bleiben, Alter. Ja, safe. Es geht auch nicht nur um Pyramiden, es geht einfach... Ich will ein Haus haben, eine Villa, Bruder, ich will keine Pyramide haben, Bruder. Oh, warte, Fett ruft an. Hafett. Ja, wie gesagt. Was soll ich sagen? Ja, es geht auch hier nicht nur um Pyramiden und so, ne? Ja. Also wir haben viele verschiedene Verschwörungstheorien. Es geht um viele Sachen. Es geht um die da oben, oft um Politiker, was für Informationen werden uns gegeben, was ist die Wahrheit, was ist nicht die Wahrheit, ist Mainstream-Medium, kann man den Mainstream-Medien vertrauen, kann man darauf vertrauen, was in den Nachrichten läuft, Bruder, so Geschichten werden aber besprochen. Aber Bruder, warum befasst man sich damit, weil, guck mal, weil im Endeffekt meine Intention, mich mit so Themen zu beschäftigen, ist einfach, dass jeder wieder anfängt, sich selber ein Bild von irgendwas zu machen und nicht einfach das vertraut, was ein anderer dir sagt, Bruder. Ja. Weil ich glaube nämlich auch, dass viele Sachen in der Schule nicht beigebracht werden, viele Sachen, die nicht mitgegeben werden, die dir in deinem Leben voll krass viel weiterhelfen würden, dich selber zu finden und deinen Traum zu finden, deinen Traum zu leben, Bruder, weißt du? Ja, aber dann die machen Maschinen aus uns, Bruder. Die sagen, halt die Fresse, setz dich in die Bank rein, wenn du extrovertiert bist, wenn du laut bist, wenn du versuchst irgendwie, weißt du, bist du schlecht, Bruder. Du bist negativ, du musst deine Fresse halten, geh in die Ecke, schweige. Ja, wer bringt dir bei, dass du dich selber findest, so, weißt du? Ja, und dann kommt noch das dazu, was du sagst mit diesem ganzen Handy, Fernsehen, Ablenkung und so. Du weißt, die 80% der Menschen da draußen wissen gar nicht, wer sie selber sind, Bruder. Ja. Glaub mir das. Und aber ich glaube, das wird auch supported von der Regierung und von den Mainstream-Medien, so, weißt du? Ich meine, guck mal, du kannst so ein Mensch sein, auch bei mir in der Familie gibt es Leute, die gehen mit dem System mit. Mhm. Ich sage nein. Ich versuche vielleicht bei einer Bank zu arbeiten, wenn ich die Möglichkeit habe. Mhm. Der Chef will, dass ich da bleibe, dass ich so meine 2000 Euro bekomme. Aber ich überlege mir schon, wie ich diese Bank ausraube, Bruder. Mhm. So bin ich, so einer bin ich. Mhm. Weil ich weiß, ich werde mein Leben lang nur 2000 Euro gewinnen, so Gewinn machen oder kriegen im Monat. Aber dieser Bastard, Bruder, sein Schuh kostet mehr als mein Gehalt, so. So mein Chef. Mhm. Erlaube ich gar nicht. Mhm. Weil ich will auch so sein. Und wenn ich die Möglichkeit nicht normal habe, ich schwöre, ich versuche alles. Mhm. So, weil ich riskiere es auch. Ich bin ein ich liebe Risiko, ja, Bruder. Risiko. Ich liebe sehr viel Risiko. Weil man sagt auch, wenn ich riskiere, kann keine Geschichte schreiben, Bruder, in dieser Welt. So. Aber Bruder, ich glaube an Gott, so, weißt du? Mhm. Und ob da höhere Leute sind hier im System und was, Bruder, guck mal, ich lebe so einfach, Bruder, ich will Zigaretten. Okay, ich hole mir Zigaretten. Ich verschaffe mir dieses Geld, ich hole mir Zigaretten. Ich will was essen und ich will auch nicht Goldsteak, also nicht falsch verstehen, aber ich will nicht einen Apfel aus Gold essen. Ich will einen normalen Apfel essen. So. Okay, aber Bro, es gibt auch Menschen, die wollen mehr, Bruder. Ja, weißt du, was ich meine? So, dann kämpf, ja, Bruder. Ja, und das ist das, was aber mich... Aber wer will dich aufhalten, wenn du kämpfst, Bruder? Ja, dazu nur der Tod kann dich aufhalten, Bruder. Für mich genauso, so. Bruder. Aber dazu will ich nur sagen, ich find's halt krass, Digga, weil ich habe angefangen... Du kennst mich, du kennst meine Interviews, Bruder. Ich habe vielleicht jetzt 20, 30 Interviews gemacht. Nein, nicht mal. 18, 19, 20 Interviews gemacht. So. In 2, 3 Interviews ging es ein bisschen darum, mal anzufangen, Sachen zu hinterfragen, die uns so von der Schule auf mitgegeben wurden, die uns so beigebracht wurden. Aber warum, warum? Warum nicht, Bruder? Warum, Bruder, sag mal. Einfach mal Sachen zu hinterfragen, die dir so gesagt werden, Bruder. Ich bin aber einer, ich glaube nicht alles. Quatsch, Bruder. Ich persönlich, ich will mich auch ganz klar hier nochmal positionieren, Bruder. Ich persönlich bin einer, ich beschäftige mich gar nicht so krass mit diesen Themen. Nein, Bruder, ich habe diese Plattform gegründet oder diese Plattform gebildet, dass endlich mal Leute sich trauen, über Sachen zu reden, die sie tief im Herzen haben. So, ne? Und das haben sie gemacht bei mir, in meiner Plattform. Ich selber bin einer, ich habe mich kurze Zeit mit diesen Themen beschäftigt, Bruder, und habe gemerkt, das ist zu groß für mich. Du bist behindert, das ist zu groß für mich, Dicker. Ich kann da nicht durchsteigen. So. Ich konzentriere mich auf mich, auf meine Umgebung, dies, das, bla, bla, bla. Aber was ich traurig finde, ist, dass dann so ein Weiß-Magazin um die Ecke kommt, einen Bericht über mich macht und sagt, Leon Lovelock verbreitet gefährliche Verschwörungstheorien. Das ist so ein Magazin, Bruder. Unser Bra ist der Beste. Nein, aber weißt du, was ich meine? So ist, dann kommen ein paar Jungs in mein Interview, so ein Kollege in Kianosch, die einfach größere Visionen haben, die ein paar größere Sachen hinterfragen. Die denken halt anders. Und das denken ist gut, anders, Bruder. Und das ist gut, aber dann wird es so als negativ dargestellt, Bruder. Bruder, ganz ehrlich, ich sag Merkel Kahba. Mhm. So. Weil ich mich mit dieser Frau nicht anfreunden kann, mit ihrer scheiß Politik. Ja. Oder die findet einmal die Kanaken cool, dann finden die Kanaken nicht cool, ja. Die müssen abgeschoben werden, dann nein, nur die Familie nicht. So, entscheide dich für eine Sache. So, aber ist mir scheißegal, wer über mich anders falsch denkt oder nicht. Ich denke, wie ich will.
So, und keiner kann daran was hindern. Ja, safe. So, aber natürlich, so, guck mal, unser Kameramann Max. Max, wir haben letztens das darüber gehabt. Ich bin ein Mensch, Bruder, ich riskiere. Das heißt, Bruder, wenn ich merke, okay, in diesem Ding, wenn ich jetzt dahin gehe, ich kann sterben, aber ich könnte so der Beste sein. Dann ich würde es machen. Rein, ja. So, aber ja, er wird es nicht machen, weil ja, er denkt sich, ich, hast du ja selber gesagt. Auf die sichere Schiene. Ich gehe auf die sichere Schiene. Ja, normal, ne? Digga, gibt es auch viele. So, und das ist das, Bruder. Aber es ist gut so, weil wenn jeder wie ich denken würde, ja, ich glaube, es wird dieses Reiz gar nicht mehr geben. Ja, 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 ja. Aber wenn jeder wie er denkt, es ist gut so, Bruder. Ja, ja, ja. Es muss Menschen geben. Ja, deswegen, bei mir ist jetzt auch, ich gehe voll da rein jetzt, Bruder. Also ich habe da auch direkt ein Statement-Video zu gemacht, Digga. Ich gehe da jetzt voll rein. Ich werde mich mit Kollegen und mit den ganzen Jungs nochmal treffen und diese Themen noch größer machen und noch mehr aufgreifen. Wenn, die Interesse da ist, Bruder, sollte man das machen. Safe, meine Interesse, Bruder, ist es halt nicht. Meine, genau. Mein Interesse ist einfach, Bruder, einfach zu denken, locker zu denken. Oder was ich will, ist schöne Nikes, Bruder. Yeah, Baba Jogginghosen, Bruder. Bro, ich will das meine Jungen. Ja, zum Beispiel heute, wir waren essen, Bruder. Heute waren alle da. Jeder hat geredet. Das war cool, Bruder. Was interessiert mich, was da oben irgendein Amerika-Präsident macht? Was interessiert mich das, Bruder? Will er mich ficken? Ich nehme mir eine Waffe, Bruder. Okay, wenn er mich fickt, fickt er so. Er ballert mich weg. Aber ich habe die Möglichkeit, zurückzuschießen. Schaffe ich es nicht? Pech gehabt, Bruder. So einfach nehme ich mir das. Ich überlege mir nicht, okay, warte, wenn ich das sage, vielleicht kommt BND, nimmt mich mit, ich werde vermummt und die ficken mich. Nein, Bruder, ist mir doch scheißegal. Sollen die kommen? Ich habe zwei Brüder, die können Rache nehmen. Verstehst du, was ich meine, Bruder? Ist mir doch scheißegal. Ja, ja. Ich nehme das Leben einfach. Ja, ja, ja. Weil wenn ich mit du nimmst halt, ja, ja, Bruder. Voll. Bei mir ist halt ein bisschen anders so. Ich mache mir voll viele Gedanken auch oft. Ich auch mit vegan. Ich ernähre mich ja vegan und so. Ja. Da stecken auch so dann voll die hohen Dinger. So, ich fick meinen Kopf selber gerne manchmal so, weißt du? Aber jeder ist ja sowieso anders. Ja, Bruder, ist auch gut so. Ich meine, davon dann, das ist geil so, man kann sich unterhalten. Warum bist du vegan? Ja. Ja, weil ich das scheiße finde. Dann sagst du, warum bist du nicht vegan? Ja. Weil mir alles scheißegal ist. Also, das ist einfach so Bilder, Bruder. Jeder ist so, wie er ist, Bruder. Das ist doch das Schöne, Bruder. Ja, ja. Wird es wieder Feed mit Majo geben? Majo ist mein Bra. Auf jeden Fall, Bruder. Majo ist ein Bra. Ja, ich habe auch gesehen auf der Sek Plus Expo, wie ihr so zusammen seid, Bruder. Ihr seid richtige Chip und Chap, Bruder. Es ist wie, Bruder. Soll ich dir sagen, das ist einfach so. Wenn wir uns sehen, Bruder, ich weiß es, wir haben noch nie so irgendwas war scheiße, dass wir nicht miteinander geredet haben. Gab's nicht, Bruder. Ist geil. Und ich hoffe, es wird auch niemals so sein. Ich glaube auch nicht. Voll schön, Mann. Wir sind zu krass verbrüdert, an, dass sowas passiert. Ja, ja. Fragt auch einer direkt hinterher, Blanco 2, Fragezeichen. Definitiv. Kommt er? Definitiv. Geil. Kommt in Zukunft vielleicht was mit KMN Gang? Also wir sind auf jeden Fall im Kontakt. Ich denke auf jeden Fall. Aber es muss halt der Sound, wir müssen uns so mal hinsetzen, weißt du, ich meine? Und das finde ich, das weiß ich auch an den Jungs, Bruder. Die wollen gar nicht so, schick mal das, schick mal das. Die wollen Musik machen. Was Geiles zusammen kreieren, ne? Das feiere ich an die. Ja, das finde ich übertrieben. Auch geil. Da kommt auch der geilste Scheiß bei raus am Ende. Die Brees, auf jeden Fall. Geil. Frag mal, ob er ein Lied über Irak macht. Für Irak macht, also wie die Leute da leben und so. Habe ich schon gemacht, aber ich denke, öfter mal ich denke, das ist immer so mein Thema und wird auch irgendwann so wieder passieren. Geil. Ja. Feature mit Farid Bang. Mein Bra, auf jeden Fall. Wenn die Möglichkeit da ist und wir Baba-Themen haben und die Zeit haben, oder der ist auch übertrieben beschäftigt, der Bruder. Oh, ja, Mann, Wallah. Bruder, ich will schon seit 3 Monaten kommen ins Café mit dem machen. Ich feier den. Auch er ist einer der Menschen, so, wo ich mich von ihm inspirieren lasse, von seinem Lebensstil. So. Ja, ja. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ist auch einer, ich habe ihn jetzt bis jetzt nur 2-3 Mal kennengelernt, so, ist auch einer, der sehr bodenständig ist, Bruder. Voll. Der gar keinen Wert darauf legt, wie viel Fame einer hat oder wie viel Voll. Fame einer nicht hat, so. Ja, ja. Sondern einfach so, weißt du, korrekt. Und weißt du, was ich an ihn lieb? Ja. Bruder, er nimmt auch alles einfach. Ja. Ich liebe das so, du bist mit den Leuten, du lachst, Bruder. Er ist witzig. Nicht so kopfig, so, weißt du, ich meine, Depri. So. Ja, ist geil, Wallah, ja. Und auch businesstechnisch, wie du gesagt hast. Businesstechnisch, marketingtechnisch, Bruder, ist der Typ auf jeden Fall eine Maschine, ja, yo. Ja. Hier fragt einer, kommt was mit Nimo? Nimo, der Bra. Ich denke, ich bin morgen in Frankfurt, die Jungs Kappe und so. Ich hoffe, ich sehe die wieder. Geil. Ich denke schon, also es ist nichts geplant, aber auf jeden Fall. Er ist einer von den wenigen Rapper, die ich auf jeden Fall in Deutschland feier, übertrieben. Ja? Ja, klar, Mann. Nice, Alter. Nimo. Wenn Kodo für einen Tag alles machen könnte, was er will, was würde er als erstes tun? Marlboro rauchen. Ich glaube, das wollen die nicht wissen. Wieder. Geil. Nike Cappy 2 in Planung, Fragezeichen. Oh shit, Alter, das wäre mein Shit. Oh shit. Nike Cappy 2. Oh, shit. Müssen wir Sino fragen, ob der so ein Beat bekommt mit dieser Atmosphäre. Dann ja, auf jeden Fall. Wenn Sino, geht alle auf jeden Fall auf Sino seine Seite, ballert ihn zu, sagt ihm, wir wollen Nike Cappy 2 haben.
Lakurdi47 fragt, was, wann kommt was mit Samra? Fragezeichen, wäre zu wild. Oh, mit Samra, der ist ein Bruder, Wallah ist ein Bruder geworden. Ich habe den jetzt dreimal schon gesehen und ich, das ist auch so eine krasse Verbindung, ne? So, wir denken gleich, egal was ist so. Und habe ich auch erzählt, ne, bei Boa-Party. Er nicht, ich nicht. Wir haben uns niemals erlaubt, dass jemand so dumm redet oder so. Wallah. Wir waren auch im Studio, ich habe sein Album gehört. Baba. Oder es wird ein krankes Album. Ja? Auf jeden Fall. Okay, aber lasst euch überraschen, Bruder. Kommt ein Sommerhit raus wie Ya Salam? Aber wenn Alles Coco kommt, oder. Alles Coco heißt er, ne? Ja, was heißt Sommerhit? Ich denke, es wird Songs geben, die in die breite Masse gehen, auf jeden Fall. Und. Also ich glaube, mein Prophezeiung, dieses Alles Coco-Ding. Nee, ich glaub's mir, Alles Coco ist das, glaube ich. Ich zeig dir gleich zwei, drei Dinger. Du wirst sehen, Alles Coco ist zwar gut, ja, aber die anderen sind boom. Ja? Wallah. Ich bin gespannt, Alter. Das ist ein richtiger Uppercuts, Bruder. Voll geil. Wallah, ja. Okay, jetzt hast du noch zwei Tourdaten vor dir, Frankfurt und Heidelberg, wa? Frankfurt und Heidelberg, oh, ich bin so geil. Frankfurt sowieso, für mich. Sommer, ich bin nur in Frankfurt. Ja. Sommer. Ist sowieso Heimat. Bruder, für alle, die lieb, auch von da unten kommen. So. Ich lieb Frankfurt, Bruder. Zeil, dann, diese Ding, wie heißt das? Taunusstraße. Geil, Bruder. Wir waren früher immer Django, Digga. Kennst du Django noch am Bahnhof? Django? Ja, was ist das? Latino Palace, Latin Palace. Nee, sag mir. Latino Club. Aber die, nein, weißt du, wo ich war? Balkan-Partys war ich viel, Gypsy-Partys war, so, war ich viel. Ah, okay, krass. Und ansonsten, Bruder, auch persische Partys war ich viel. Ja. Frankfurt ist King. Ich schon viel ab damals. Baguetto, schöne Grüße an die Bries im Baguetto. Die machen Baba-Baguettes. Wenn ihr Frankfurt geht, geht's Baguetto. Auf jeden Fall. Du bist noch feiern viel und so ein Shit? Boah, mittlerweile gar nicht. Gar nicht mehr, ne? Das letzte Mal wirklich, wo ich war, das war auch bei Boa-Party. Aber das war, ich glaube, eine der krassesten Partys, wo ich war. Das war auch krank. Im P1 war das. Ah, ja, fuck, Alter, ich wäre gerne vorbeigekommen, ja. Das war eins der krassesten Partys wirklich, wo ich echt, war. Echt, ja? Ehrlich. Krass, krass, krass. Wie alt, bist du jetzt mittlerweile? 30, aber ich weiß nicht, ich fühle mich wie 20, Alter, wallah. Krass, gell? Ich sehe Leute von, die sind 30, denken, ey, was mit dir passiert, Alter? Sie sind so 40, 50, Mann. Ich sag, Gott sei Dank sehe ich so jetzt so, nicht so alt aus, aber... Ja, ich weiß auch nicht, also ich hätte dich jetzt nicht auf 30 geschätzt. Ich weiß auch nicht, was der Rezept davon ist. Ich schwör, Bruder, ich rauche 2 Schachteln fast am Tag. Ich gehe schwer. Deine Energie ist Jugend, finde ich. Du hast noch diese Energie. Ich finde, du hast diese. Urisch, ne? Ja, diese jugendliche Energie noch drin, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja, so dieses Witzige auch und dieses so ein bisschen das, Kindliche manchmal. Wenn einer dir sagt, du bist alt, so, boah, Bruder, dann fühlst du dich auch so behindert, so, ja, weißt du? Du musst dir selber denken, aber in deinem Kopf. Du bist nur so alt, wie du bist, Dicker, im Kopf. Bruder, ich will auch noch Scheiße bauen, Alter. Ja, das also, ich bin erst mit 50 alt, Bruder, 60 sogar. Geil. Solange ich keine weißen Haare habe, bin ich nicht alt. Das ist die Theorie, Bruder. Killer, Bruder. Ey, wir haben jetzt, was haben wir aufgenommen? 1:12 auf spontan, Baba. Bruder. Killer. Richtig geil. Übertrieben habe ich mich gefreut. Auch auf jeden Fall. An meinen Bruder hinter der Kamera. Was ist krank, Bruder? Wow, Killer. Geil, Alter. Kurdo Tourbus Interview. Wie versprochen, Fellas. Bionic dabei ist alles. Das Ding gibt's auch auf Spotify. Check die Links in der Beschreibung. Echt? Ab. Ja, Mann. Gibt's das auf Spotify? Ja, ja. Als Video? Nein, also als Spotify nur Ton halt. Podcast heißt es, ne? Genau. Baba, ich geb mir das auch auf da, wallah. Du weißt Bescheid, Alter. Aber bei mir nicht Dauerschleife, so wie bei euch, Bruder. Kannst du nicht 2 Stunden Dauerschleife. Wie machst du das, ne? Du nimmst die besten Dinge raus, wahrscheinlich. Nein, nein, nein. Komplett Interview gibt's auf Spotify. Komplett das Ganze. Ah, okay. Aber ich meine nur Dauerschleife wäre halt Dings, Bruder. Okay. Warum nicht, Bruder? Ganz nach durch, Alter. Peace out, Fellas. Ich. Baba. Geil.